unserer Streitbar hier, die wir zum dritten Mal jetzt schon in dieser Konstellation, in diesem Raum stattfinden lassen. Eine Streitbar, die die Debatten der Gegenwart aufgreift, indem sie Bücher der Gegenwart bespricht, diskutiert und gleichzeitig dann aber auch einen Ausflug in die Vergangenheit machen kann, denn lang lebe die Revolution hat natürlich auch ein bisschen zum Anlass, dass sich 100 Jahre die russische Revolution ungefähr jetzt, kann man sagen, gejährt hat. Wir veranstalten diese Streitbar mit mehreren Institutionen und viele der Vertreter sind ja eben auch hier. Ich begrüße ganz herzlich Hilal Sezgin, hier die Buchautorin und Journalistin. Ich begrüße Miriam Hörup, die Direktorin des Instituts für die Geschichte der Juden in Hamburg. Ich begrüße Sihard Necken, der Professor ist für gesellschaftliche für Gesellschaftsanalyse und sozialen Wandel. Und last but not least, Wolfgang Knöbel, der Direktor des Instituts für Sozialforschung und der wird dankenswerterweise auch die Moderation hier übernehmen für diese Streitbar. Und Sie sehen, mehrere große Stapel sind insgesamt 5 Bücher, die hier gemeinsam diskutiert werden. Und ich wünsche Ihnen allen eine anregende Nachtakademie, sage ich mal. Ja, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen natürlich im Namen der hier auf dem Podium sitzenden Personen. Auch nochmal ganz herzlichen Dank ans Taliertheater, dass es uns ermöglicht, hier immer diese schöne Veranstaltung und diese Form hier abzuhalten. Ich will eigentlich gar nicht viel sagen, weil ich einige bekannte Gesichter schon gesehen habe und wahrscheinlich dann immer das Gleiche sage. Also am Anfang von so einer Veranstaltung ist langweilig irgendwann natürlich dann auch. Vielleicht für diejenigen, die ganz neu sind, der Hinweis, die Idee zu dieser Veranstaltungsform kam ein bisschen deswegen zustande, weil man in Hamburg manchmal das Gefühl hat, dass intellektuelle Debatten alles andere als fokussiert sind. Ja, also es gibt sehr viele Universitäten, es gibt auch keine wirkliche dominierende Zeitung oder Tageszeitung, die quasi alles bündelt, sondern es gibt halt merkwürdige Zeitungen in Hamburg. Und von daher sozusagen sucht man immer so einen bestimmten Ort, wo man eben gebündelte intellektuelle Debatten führen kann. Und wir werden diese Lücke nicht füllen, natürlich, aber wir hoffen zumindest mit dieser Veranstaltungsreihe beizutragen zu einer vielleicht interessanten Debatte in der intellektuellen Öffentlichkeit in Hamburg. Wir freuen uns, glaube ich, ganz besonders, dass wir hier in der Streitbar sind und angedockt in gewisser Weise ans Taliertheater. Das Taliertheater hat natürlich immer auch den Ruf, eine streitbare Institution zu sein, ein streitbares Theater auch mit provokanten Themen und Stücken. Und so verstehen wir uns auch, dass wir also nicht vielleicht die Mainstream-Bücher unbedingt aussuchen wollen, die wir hier besprechen, sondern Bücher, die eine bestimmte Aktualität haben, die vielleicht diskutabel sind, über die man gut streiten kann. Und was wir uns zur Aufgabe gemacht haben, ist natürlich in erster Linie Sachbücher zu diskutieren, aber wir haben uns immer auch vorbehalten, auch einen Roman zu besprechen, wie das auch heute der Fall sein wird. Ja, also sozusagen, das wird das Format sein. Wir werden im Prinzip immer zwischen 15 und 20 Minuten über ein Buch reden und werden dann zum nächsten gehen. Und zum Schluss versuchen wir dann, Sie irgendwie einzubeziehen. Ob das klappt, wissen wir jetzt noch nicht. Es hängt natürlich dann von Ihrem Mut ab, sich zu bestimmten Themen zu melden. Ja, der hat schon diese ganzen dicken Bücher gelesen. Wir schauen mal, ob das irgendwie klappen wird. So, damit ist es im Prinzip auch schon getan, also was sozusagen den Rahmen betrifft. Thema wurde ja schon genannt, lang lebe die Revolution. Wir haben also Bücher ausgesucht, die irgendetwas mit Revolution zu tun haben. Also die Betonung liegt wirklich auf irgendetwas. Man kann den Revolutionsbegriff auch eher metaphorisch verstehen. Aber es gibt natürlich auch einen klaren Anlass. 1917, 100 Jahre russische Revolution. Wir werden dann nächstes Jahr sehr schnell zur deutschen Revolution kommen. Also die Themen, die Revolutionsthemen häufen sich ziemlich. Und von daher, glaube ich, war das jetzt ein ganz guter Aufhänger zu sagen, okay, nachdem wir beim letzten Mal Ökonomie, glaube ich, hatten, Populismus hatten, die neuen Herrscher hatten, die neuen Plutokraten hatten, jetzt sozusagen ein Revolutionsthema. Gut, und diskutieren tun die altbekannten Gesichter, also ich ohnehin, Wolfgang Knöbel nochmal, Soziologe am Hamburger Institut für Sozialforschung, rechts neben mir, also links aus Ihrer Sicht, Miriam Hörup, die Direktorin des am Schlump befindlichen Instituts für die Geschichte der deutschen Juden.
Miriam Rürup hat eine extrem internationale Wissenschaftskarriere hinter sich. Sie war in verschiedenen Situationen in Tel Aviv, in Göttingen, in Berlin. Sie war bei der Topografie des Terrors sozusagen, hat eigentlich alle sozusagen diese Stationen hinter sich gebracht. Und das klingt irgendwie so komisch. Also sozusagen da war sie, wo sie sozusagen im Zentrum von Forschungsaktivitäten war. Sie hat promoviert, und dazu ist auch ihr Buch erschienen, zur jüdischen Studentenverbindungen an deutschen Universitäten zwischen 1886 und 1938. Ein, vielleicht würde man sagen, auf den ersten Blick eher merkwürdiges Thema, wenn man sich das wirklich auskennt. Also jüdische Mitbürger, die in Studentenverbindungen drinnen sind. Aber ich glaube, gerade das war sozusagen der Reiz, hier darüber zu arbeiten. Und sie ist Expertin im Bereich der Migrationsgeschichte, der Diaspora-Forschung und auch der Gewaltgeschichte. Und natürlich als Direktorin dieses Instituts beschäftigt sie sich immer auch mit der Geschichte des Judentums. Und ich glaube, dieses Jahr kam auch ein Buch raus bei Schilling, soweit ich weiß, zum Alltag und Gesellschaft, eine Sozialgeschichte des modernen Judentums. Ja. Also von daher sozusagen ein sehr, sehr breites Portfolio an Themen, das wir arbeiten. Herzlichen Dank, dass du hier bist. Rechts von Miriam Rürup ist Sieghard Neckel, der eine genauso internationale Karriere hat, also Professor war in Wuppertal, Gießen, Wien, Frankfurt, hier in seine Bestimmung in Hamburg gefunden hat und jetzt seit 2016 hier ist, wie gesagt, mit der Lehrstuhldenomination Gesellschaftsanalyse und sozialer Wandel. Ich sage das eigentlich immer, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, richtig bekannt ist er in sehr, sehr jungen Jahren geworden mit einer emotionssoziologischen Studie von vor, darf man das sagen, über 30 Jahren schon, ja. Status und Charme, immer noch extrem lesenswert. Er war einer der ersten Soziologen und vielleicht Sozialwissenschaftler insgesamt, die sich sozusagen mit emotionssoziologischen Fragen beschäftigte und auch mit der Frage, ob und wie sozusagen die Hierarchisierung auf einer sozialen Leiter irgendwas auch mit Emotionen und Affekten zu tun hat. Ja, also ein ganz tolles Buch. Danach kam eine ganze Reihe von anderen Büchern, logischerweise. Flucht nach vorn, die Erfolgskultur der Marktgesellschaft von 2008, glaube ich, auch ein sehr gut verkauftes und gut angenommenes und besprochenes Buch. Bücher zur Bankenwelt. Was vielleicht auch ganz wichtig ist, ist zu erwähnen, dass er auch forschungsmäßig sehr, sehr stark im Zentrum von Kapitalismusanalysen steht. Er hat mehrere Forschungsprojekte. Aktuell, glaube ich, arbeitet er an zwei. Eines, glaube ich, hat er gerade abgeschlossen. Zur Berufsmoral der Banker. Ein irgendwie interessantes Thema. Manche Leute würden sich fragen, gibt es sowas? Aber offensichtlich. Und dann ein weiteres Forschungsprojekt, international vergleichendes Forschungsprojekt zu globalen Finanzmärkten und zu einer globalen Finanzklasse mit Standorten, glaube ich, Australien, Deutschland, Kanada, nein, gut, aber breit, ja, so. Gut, auch herzlichen Dank, Sieghard Neckel, dass Sie hier sind. Und zuletzt, Hilan Feskin, wurde ja auch schon sozusagen angesprochen, die auch von Anfang an dabei ist. Jetzt ist sie fest dabei, glaube ich, das kann man so sagen. Wir hatten ja ursprünglich die Idee, naja, wir wählen dann immer eine neue Journalistin, eine neue Prominente aus, aber wir haben uns schon so an sie gewöhnt und freuen uns, dass sie dabei ist. Und ich glaube, das Publikum freut sich auch, dass sie dabei ist. Sie ist Philosophin von Haus aus, also hat Philosophie studiert, aber sie ist natürlich sehr viel mehr. Die meisten von Ihnen kennen sie aus den Medien. Sie ist eben Journalistin, Sachbuchautorin, Romanautorin. Miriban pfeift auf Gott, sozusagen einer ihrer letzteren Romane. Und gerade ist sie sozusagen auf dem Markt mit einem sehr politischen Buch. Nichts tun ist keine Lösung. Politische Verantwortung in Zeiten des Umbruches, ja, sozusagen auch ein sehr lesenswertes, aktuelles Buch. Und vielleicht ein Punkt, glaube ich, der hier immer auch sehr wichtig ist, nämlich auch noch betonen, und für den ist sie natürlich auch in der Öffentlichkeit bekannt, sie ist auch eine Tierrechtsaktivistin, sozusagen sehr kämpferisch, sehr streitbar. Und auch deswegen sozusagen freuen wir uns immer, dass sie hier ist, weil sie sozusagen diese Emotionen und diese Streitbarkeit natürlich auch in die Debatten reinbringt. So, mit diesen vier Leuten haben Sie es heute Abend zu tun. Wir werden es so machen, habe ich schon angedeutet, 15 bis 20 Minuten. Und wir werden beginnen, ich muss ein strenges Zeitregiment führen. Die Bücher werden so 5 Minuten vorgestellt, danach beginnt die Diskussion hier auf dem Podium. Wir beginnen mit einem Buch, das
Eigentlich das Einzige ist, das historisch ist. Ja, wir haben dann 4 weitere Bücher, einen Roman und dann eher theoretische Bücher, so könnte man sagen. Und es geht um Christina Morina, die Erfindung des Marxismus. Und einführend in die Thematik tut Miriam Rürup in der gewohnt kurzen, konzisen Art und Weise, nämlich 5 Minuten. Sie merken schon, das ist eine Herausforderung. Erstens habe ich hier 5 Zettel, zweitens ist es das dickste Buch. Danke, Wolfgang, für die Einführung. Ich habe mich entschieden, dieses Buch vorzustellen, weil ich den Ansatz von Christina Morina sehr spannend fand, wie sie sich dieser sogenannten Erfindung des Marxismus zuwenden möchte. Aber wir haben ja, als wir das erste Mal gemacht haben, uns darauf geeinigt, wir fangen an, etwas zu sagen über die Person, dann über quasi Making of, also wie ist das Buch, wie argumentiert es, und dann Bezug zum Inhalt. Insofern fange ich erstmal mit der Person an. Christina Morina ist Jahrgang 76, geboren und aufgewachsen in Frankfurt an der Oder, hat aber ihre akademische Karriere zu weiten Teilen oder ihre akademische Ausbildung zu weiten Teilen in den USA gemacht und viel über deutsch-deutsche Themen gearbeitet, über Kriegsgefangene in der Sowjetunion, die zurückkehren nach Ostdeutschland und wie sie dort aufgenommen werden, und damit auch in den USA promoviert mit dem Thema, ist dann zurück nach Deutschland gekommen und mit diesem Buch hier legt sie ihre Habilitation an der Uni Jena vor. Sie lebt inzwischen allerdings, wo wir gerade von grenzüberschreitenden Lebensläufen sprachen, inzwischen lebt sie in Amsterdam beim Deutschland und arbeitet beim Deutschlandinstitut Amsterdam. Das heißt, sie selbst kommt aus Ostdeutschland. Das Buch ist von Anfang an auch so gestaltet, dass man merkt, wie sie ihre eigene Familiengeschichte mit einbringt. Sie widmet es ihren Eltern, sie widmet es posthum gewissermaßen ihrer Großmutter, die ihr geholfen hat, die Briefe zu entziffern, die in schwer lesbaren Südterlin und sonstigen Schreibstilen geschrieben waren. Das heißt, sie hat ihre Familie mit eingebunden und ja, wahrscheinlich als Beobachterinnenposition, als Forscherin auch ihre ostdeutsche Biografie, beziehungsweise die Frage, als Jugendliche die Wende erlebt zu haben und sich zu fragen, was ist das eigentlich für ein System, was hier zusammengebrochen ist. Mit dieser Art als Forscherin sowohl auch ihre Biografie einzubringen, sind wir schon direkt dabei, wie ist dieses Making-of oder wie baut sie das auf. Es ist deswegen so dick, weil in diesem Buch eigentlich 9 Biografien von Marxisten oder von Intellektuellen sind, die sich mit dem Marxismus beschäftigen, auseinandersetzen, versuchen, den Marxismus in verschiedene politische oder andere Ideen zu übersetzen. Das heißt, wir haben es hier mit 9 Personen zu tun, deren Lebensläufe geschrieben werden wollen und deren Ideen und Ideenentfaltung beschrieben werden möchte. Und das macht sie, indem sie versucht, diese 9 Menschen miteinander zu verschränken von ihrer persönlichen Erfahrung her. Sie versucht also ein wenig auch rauszufinden, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es zwischen den 9. Und der Schritt, und damit sind wir dann gleich beim Inhalt, oder bei ihrem Hauptargument, der Schritt wäre dann, kann man aus dieser persönlichen Erfahrung oder aus dieser biografischen Erfahrung darauf schließen, welche Form von Marxismus sich entwickelt oder warum sie sich überhaupt für Marx-Lektüre begeistern oder interessieren oder damit auseinandersetzen. Die 9 Personen, ich ratter die Namen schnell runter, Karl Kautsky, Eduard Bernstein, Rosa Luxemburg, Viktor Adler, Jean Jaurès, Jules Guest, Georgi Plechanow, Wladimir Lenin, Peter Struve. Wie Sie schon merken, alle aus verschiedenen, oder aus verschiedenen Ländern sind hier vertreten, also Prag, Herkunft Berlin, Herkunft Wien, Herkunft Paris bzw. Südfrankreich und verschiedene russische Herkünfte, um das mal so pauschal zu sagen. Die Geburtsjahrgänge, da versucht sie so eine Art Kohorte aufzumachen und sagt, sind alle um die Mitte des 19. Jahrhunderts geboren und haben sich als Jugendliche angefangen, für zumindest soziale und politische Themen zu interessieren und haben angefangen, verschiedene Dinge zu lesen. Und die weiteren Gemeinsamkeiten, die sie aufmacht, sind, sie kommen alle aus bildungsaffinen Elternhäusern oder fast alle. Sie kommen zumindest aus Elternhäusern, auch wenn es keine Bücherregale quasi bei den Eltern gab, trotzdem Eltern, die wussten, wir wollen unsere Kinder auf die Schule schicken und in eine Ausbildung geben. Sie sind alle mehrsprachig und hier wird man ganz kleinlaut, nämlich mindestens 4 Sprachen. Sie sind alle in irgendeiner Weise untereinander vernetzt gewesen, also sei es auch nur als sogenanntes Zitierkartell, also nicht unbedingt sich Briefe geschrieben.
Sie haben eigentlich, auch wenn Sie sich, wenn Sie versucht haben, den Marxismus zu erkennen, trotzdem oder zu neu zu erfinden oder zu übersetzen, haben Sie trotzdem nicht einen revolutionären Bruch oder so mit Ihrer eigenen Vergangenheit oder mit Ihrer eigenen Familie vollzogen. Und Sie haben im Alltag einen bürgerlichen Lebensstil gepflegt. Das ist jetzt Referat von dem, das Morina ausarbeitet. Sie kommt dann dazu, dass sie sagt, ja, daraus ergibt sich ein Erfahrungsraum, ein transnationaler europäischer Erfahrungsraum, in dem der Marxismus als Idee von diesen neuen Protagonisten gewissermaßen ausgearbeitet wird. Und hier fangen dann für mich ein bisschen die Probleme an, weil ich das einerseits einen sehr interessanten Ansatz finde, weil so, ich beschäftige mich mit Staatenlosigkeit und ganz viel juristischem Diskurs mit Auseinandersetzung über, wie man mit Staatenlosen umgehen soll. Versuche dabei aber immer die Biografien reinzubekommen derjenigen, die sich damit auseinandersetzen. Und diese Verknüpfung hinzukriegen zwischen der Ideenentwicklung und der Biografie, das gelingt ihr meiner Meinung nach nicht in Gänze. Und das können wir jetzt hier mal diskutieren. Ich bin gespannt, ob die anderen das auch so sehen. Das heißt, ihren Ansatz hochspannend. Dafür, finde ich, kann man das empfehlen, wirklich zu lesen. Die Umsetzung hat mich ein bisschen enttäuscht. Was man aber möglicherweise gar nicht hier vorwerfen kann, sondern dieser Art des Ansatzes, dass das vielleicht gar nicht funktioniert. Weil nur weil jemand gerade in der Ehekrise war, deswegen Marxist wird, ist eben ein bisschen zu einfach. Das dürfen wir ja aber nicht sagen. Also, weil ich glaube, das ist genau das Vorhaben dieses Buches. Ne? Also, dass man irgendwie dass man das biografisch ein bisschen, eigentlich nicht Ehekrise, ne? Aber so überhaupt, dass man das biografisch plastisch macht, warum die Leute dann zu einer bestimmten Sorte Marxisten wurden. Ich glaube, das war genau die Intention, aber ich habe es auch nicht gefunden, ehrlich gesagt. Ich habe, aber vielleicht erstmal das, was ich toll fand an dem Buch. Also ich glaube, eine weitere These ist ja, dass sie sagt, es gab nicht den Marxismus, obwohl die übrigens alle mit Marx und mit Engels auch ganz viel geschrieben haben. Also Engels war sowas wie die Übermutter, war alle getröstet und angespornt und so anscheinend. Die haben auch das Kapital einmal, mehrmals, was weiß ich, was durchgearbeitet ist. Interessant ist aber, sie haben alle ihre eigene Form des Marxismus erfunden daraus eigentlich. Ja, wo dann biografisch was einging oder intellektuelle Schwerpunkte gingen ein. Und das fand ich interessant und ehrlich gesagt, wenn ich daran denke, wie ich, also als ich, ja, also 1990 oder ja, als ich studiert habe, da haben wir auch noch alle die ganzen blauen Bände gekauft, da versucht sie zu lesen, war unheimlich schwer zu lesen, ehrlich gesagt. Wir haben sie teilweise einfach als Stützen für so eine Tür genommen, das war dann der Schreibtisch, aber gut, wir haben es versucht, ja. Und wir haben alle so mit Marx gerungen. Und ich fand das so toll zu sehen, dass diese Leute auch alle mit Marx total gerungen haben. Die haben da nicht reingeguckt und das alles gefunden, sondern die haben das sich zusammengeknobelt, entweder Verelendungsthesen oder Idealismus-Schelte oder Revolutionshoffnung. Und das fand ich total interessant, wie jeder so versucht hat, sich seinen Reim auf den Marx zu machen. Ohne aber wirklich viel den Marx gelesen zu haben. Ne? Manche nicht, also, die auch. Das weiß man aber auch aus der historischen Forschung. Also was interessant ist, ist tatsächlich, also sie schildert sozusagen eine Generationsgruppe von politischen Intellektuellen, wenn man so will, in dieser Generationsgruppe der von 1840 bis 1880 geborenen Intellektuellen entsteht das, was man später dann, oder was sie auch selber dann, den Marxismus nennen. Ja, Marx hat ja selber gesagt, er sei kein Marxist, ja, hat auch gute Gründe für gehabt. Einer der Punkte, die ich schon wusste, aber die dann nochmal auch bestätigt wird von der historischen Rezeption, die Schriften von Marx, also die wir vielleicht irgendwann bis zu den vier Bänden des Kapitals irgendwie durchgearbeitet haben, das war damals überhaupt gar nicht der Fall. Sondern das Kapital wurde schon gelesen, aber viel wichtiger war eigentlich also die Form des Marxismus, die dann Friedrich Engels in seinen Schriften sozusagen populär gemacht hat, also vor allen Dingen diese Schrift, die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft. Und das war der entscheidende Begriff, nämlich, dass der Sozialismus eine Wissenschaft ist. Und dafür war also das Werk von Darwin mit der Entstehung der Arten, mit der Entwicklung der Evolutionstheorie, war für sie fast kognitiv wichtiger als die Marxische Theorie. Weil sie nämlich sie haben die Marxische Theorie so begriffen, dass das gewissermaßen der wissenschaftliche Nachweis der Gesetzmäßigkeit der menschlichen Gesellschaft sei, so wie Darwin die Gesetzmäßigkeiten der natürlichen Evolution erforscht hätte. Ja?
Und das haben Sie so gesehen und Sie haben sich inmitten dieses Prozesses, eines gesetzmäßig ablaufenden Geschichtsprozesses gesehen und haben gedacht, dass Sie eine besondere Rolle haben, die hier als Glaube an die eigene Selbstwirksamkeit beschrieben wird, dass Sie eine besondere Rolle haben, dieser Gesetzmäßigkeit nun auch zum Durchbruch zu verhelfen. Sie beschreibt es an irgendeiner Stelle, sagt sie, es sei sowohl das, eine Geschichte des Coming of Age des Marxismus, wie auch der Menschen, die dem Marxismus zum Coming of Age verhelfen. Das fand ich ein ganz schönes Bild, was sie da drin hat. Also eine Pubertätsgeschichte, sowohl von der Lektüre her, als auch von den Menschen selbst, mit denen sie sich befasst. Also sie guckt als Quellen zum Beispiel an irgendeiner Stelle die Leselisten, also das müssen ganz fürchterlich, also aus meiner Sicht muss ich sagen, das müssen anstrengende Menschen gewesen sein. Als 15-Jährige gründen sie einen Leseverein, haben dann Leselisten, die sie austauschen, über die sie diskutieren. Und das ist natürlich für eine Historikerin dann gefundene Fressen, darüber zu schauen, wie entsteht so ein Gedanke. Insofern ist es gar nicht wichtig, ob sie jetzt Marx gelesen haben, sondern was sie alles gelesen haben, was dann dazu beiträgt, dass sie Marx irgendwann für sich entdecken oder die Idee. Aber das habe ich letztlich gar nicht verstanden. Also ich finde, dass sie, also ich möchte das aus dem Vorwort vorlesen, weil ich finde, dieser Satz kommt in all den Büchern irgendwie vor. Sie zitiert Hobsbawm und zwar zunächst einmal, weil sie glauben, dass das, was sie subjektiv vom Leben wollen, nicht ohne eine fundamentale Veränderung der ganzen Gesellschaft erreicht werden kann. Also deswegen werden sie Marxisten. Und das ist, finde ich, ein Satz, der kommt überall vor. Also man würde gerne einfach so sein, aber man merkt, in dieser Gesellschaft funktioniert es nicht, erstmal muss man die Gesellschaft ändern. Bisschen umschrieben. Aber ich finde, genau das erklärt sie nicht. Ich verstehe nicht, sie erzählt schön, warum sie jetzt eine bestimmte Art von Marxismus entwickelt, aber versteht nicht, warum werden sie überhaupt politisch interessiert, habe ich nicht verstanden. Oder? Ich hatte im Prinzip auch so eine ähnliche Schwierigkeit und bin vielleicht schon ein bisschen weniger gnädig als du sogar noch, weil ich im Prinzip sagen würde, sie kann sich schon in der Einleitung entscheiden, was der Theorierahmen eigentlich soll. Also einerseits sagt sie, na gut, es geht um eine Gruppenbiografie, dann kommt sozusagen irgendwie ein emotionssoziologischer Zugang und beides passt nicht unbedingt so wirklich zueinander. Und dann fragt man sich natürlich als Leser, was haben denn eigentlich diese neuen Personen wirklich so gemeinsam? Da gibt es natürlich bestimmte Gemeinsamkeiten, die sind unbestritten. Und will man eigentlich diese unendlichen Details wissen? Also ist schön, die zu wissen. Ich dachte mir, nö, muss jetzt so viel darüber auch nicht wissen. Einfach aus dem simplen Grund, weil man auch die Vergleichsebene irgendwie vermisst. Also man hätte sich ja schon mal gerne gefragt, naja, waren denn bürgerliche Intellektuelle so viel anders? Hatten die ein ähnliches Elternhaus oder ein anderes Elternhaus? Haben die anders gelesen? Wie auch immer, dazu erfährt man eigentlich nichts. Und ich glaube, was auch noch sozusagen diese merkwürdige Perspektive ein bisschen verstörend für den Leser macht, ist, ich glaube, aber ich bin kein Historiker, es wird alles sozusagen aus der Nachwelt geschildert. Es ist ungefähr wie wenn schon immer klar gewesen wäre, dass Marx und Engels die Säulenheiligen sind. Ja, aber in der Zeit, in der diese Leute leben, gab es ja noch andere Strömungen, den Anarchismus, den Syndikalismus, da gab es sozusagen sehr viel anderes. Und sie konnte mir für mich nicht so recht plausibel machen, warum es eigentlich Marx ist und nicht irgendwie andere Theoretiker, die ja auch zur damaligen Zeit zuhauf unterwegs waren. Ja, also von daher denke ich, dass an einem bestimmten Punkt man quasi in der Detailflut ertrinkt, man sich denkt, ja, da gibt es schon Gemeinsamkeiten zwischen den neuen beschriebenen Personen, aber also ob die jetzt wirklich so entscheidend sind, weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich glaube, das hängt tatsächlich mit der Anschauung, die auch typisch, also für die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts ist, mit dieser Anschauung zusammen. Also das ist ein wissenschaftlich bewiesenes, eine wissenschaftlich bewiesene Theorie, die uns die Sicherheit gibt, wie der gesellschaftliche Prozess verlaufen wird. Und wir sind bereit, auch viel, und das ist der Unterschied zu den bürgerlichen Intellektuellen, natürlich auch Verfolgung, Gefängnis, Mord und Totschlag in Kauf zu nehmen, weil wir uns auf der richtigen Seite sozusagen der geschichtlichen Entwicklung befinden. Was ich auch finde, ist, sie überlädt den Anspruch des Buches, sie schreibt irgendwann, also es ist eine Ideengeschichte, es ist eine Erfahrungsgeschichte, es ist eine Generationsgeschichte und dann soll es auch noch eine Emotionsgeschichte sein. Das ist es irgendwie alles so nicht. Es ist im Wesentlichen das Gruppenporträt von neuen, wichtigen, später dann, also den Marxismus prägenden Intellektuellen. Es gibt dann, wie ich finde, geschicktere und weniger geschickte
Konstruktion in ihrem Buch geschickt, finde ich, dass sie sagt, es gibt die Lebensverläufe, die sind ja sehr unterschiedlich auch, die leben in unterschiedlichen Ländern, haben auch ein unterschiedliches Alter, nehmen eine politisch unterschiedliche Entwicklung durchaus, mancher rückt sogar auch vom Marxismus ab, aber ein Ereignis erleben sie alle ganz genau gemeinsam. Und wie sie auf dieses Ereignis reagieren, daraus kann man bestimmen, was sie für eine Position haben. Und das ist eben nicht die russische Revolution von 1918, da waren ja einige schon tot, ja, sondern das ist die gescheiterte russische Revolution von 1905. Ja. Und das fand ich wiederum also ein Zentralereignis, wo dann also vermessen werden konnte, ja, also wie verhält sich das in einer Generationsgruppe, wo auf dem einen Pol sozusagen der ja fast als Terrorist beschriebene Wladimir Iljitsch Lenin steht und auf der anderen Seite Eduard Bernstein oder Viktor Adler. Ja. Aber also mir ging das bei der Revolution auch so, dachte ich, jetzt sind wir beim Knackpunkt angekommen, das ist dann so im letzten Drittel oder so bei Transformation, Transformation ist dann der nächste. Ja. Wie heißt das bei ihr? Organisierung, Engagement, genau. Und dann dachte ich wieder, jetzt wird es aber beliebig, weil wenn wir 9 Personen haben und die haben alle 9 unterschiedliche Haltungen dazu, wie sie mit der Revolution, die dann stattfindet, umgehen oder sie einschätzen oder welche Schlussfolgerungen daraus ziehen. Als Soziologe würde ich natürlich auch sagen, also wenn man neun Biografien auch in ihrer gegenseitigen Verschränkung, also wenn man die untersucht, dann liegt es natürlich nahe, dass man versucht, sie irgendwie typologisch zu charakterisieren. Ja? Also was charakterisiert diese Menschen in besonderer Weise und was sind die charakteristischen Unterschiede? Ja? Und da kommt sie, wie ich finde, auf den letzten Seiten dann also zu einem relativ flachen Ergebnis. Ne? Sie sagt nämlich, es gibt in dieser Generationsgruppe gibt es 3 Typen. Der eine ist der Feldforscher, der eine Typus ist der Feldforscher, der nimmt also sein politisches Engagement und seine politische Weltanschauung aus der Betrachtung des Elends des Proletariats, wie etwa Viktor Adler als Armenarzt in Wien. Ja. Der zweite Typus, das sind die Abenteurer, ja. Das ist im Wesentlichen in Luxemburg und Lenin, ja. Die wollen der Gesetzmäßigkeit des Weges zum Sozialismus auch mit Gewalt und mit Macht sozusagen zum Durchbruch verhelfen und gehen auch jedes Risiko ein. Und das Dritte sind die Bücherwürmer, ja? Also die nicht hinter ihrem Schreibtisch herauskommen, das ist dann Kaunstum. Ja? Das sind quasi wir drei hier. Wir 4. Wobei man muss dazu sagen, also Lenin ist sowohl Abenteurer als auch Bücherwurm. Ja, aber eine interessante Mischung. Aber wenn ich diese Biografien mir anschaue, ja, die ja schon auch irgendwie exemplarisch sind, die bedeutend sind, und komme dann also zu einer so dünnen Unterscheidung, Feldforscher, Bücherwurm, Abenteurer, ja. Ich meine, das müssten keine Revolutionäre sein oder keine Marxisten sein, dass sie auch eine solche Unterscheidung kämen. Ja? Vielleicht würde ich eine solche Unterscheidung auch in irgendeinem anderen Zusammenhang. Und da fand ich sozusagen das Analytische. Ja? Das Analytische fand ich da zu schwach, während ich das Erzählerische an manchen Punkten durchaus beeindruckt fand. Also ich habe, wie viele wahrscheinlich, auch schon mal die Biografie von Rosa Luxemburg gelesen und man meint auch, was über das Leben von Lenin zu wissen und so weiter und so fort. Was ich zum Beispiel extrem dicht und auch also bedrängend fand, also wie das zaristische Russland beschrieben wurde, in dieser Überwachungsapparat, dieser staatliche Terrorismus, diese Verfolgung, ja, diese Unbarmherzigkeit, mit der sich der Zarismus sozusagen durchgesetzt hat, sodass man tatsächlich sich nicht wundert, ja, dass vor diesem Hintergrund also aus den friedfertigen Harutniki, die Bauern belehren wollten, ja, also dann viele Bombenleger geworden sind, ja, weil man einfach wirklich mit einem wirklichen Terrorregime konfrontiert war. Und Lenin selber hatte ja die Erfahrung gemacht, dass sein älterer Bruder,
bei einem Attentatsversuch auf den Zar eben geschnappt wurde und dann vor seinen Augen hingerichtet wurde. Der ältere Bruder hatte ihm aber einen Lederkoffer noch überlassen, in dem dann Lenin auch die Bücher von Marx fand. Und er hat dann angefangen zu lesen. Ja. Lenin kommt nicht gut weg, Luxemburg kommt mit dem Buch nicht gut weg. Ja. Das ist aber keine Heldengeschichte, das kann man ja auch. Das sind keine Heldengeschichten, das sind sie vielleicht auch nicht. Aber ich finde, manche Porträts, wie zum Beispiel dieses Porträt des zaristischen Russlands, dann versteht man vieles und vielleicht auch vieles, was weit über die kommunistische Geschichte hinausgeht. Gut, das war doch jetzt ein gutes Schlusswort. Wir stehen unter Zeitdruck. Darf ich noch eine kleine Sache? Ein Satz mal. Erstens dürfen wir das Buch nicht schlechter machen, als es ist. Es hat, wie du sagst, ja auch diese erzählerischen Stärken. Und was ich aber toll fand, jetzt mit dieser Repressionsgeschichte und so, man bekommt einen Eindruck, dass es Leute sind, die wirklich ein Feuer haben, die wirklich was wissen wollen und was verstehen wollen, also die ganz starken Willen haben. Ja? Das finde ich irre. Es wird nicht erklärt, wo die wirklich herkommen, aber die wollen was. Die werden dann über Europa verstreut hin und her, sie müssen ins Exil und so weiter. Und sie sind sehr vereinsamt dabei und sind eigentlich, ja, sie sind die Einzigen ihrer Art, ganz weit weg abgeschlagen. Und das fand ich schon auch ein interessantes Porträt, ja, in der Beschreibung. Dass es Leute sind, die wirklich was verändern wollen, aber der Preis ist eine große Vereinsamung, Heimatlosigkeit und so weiter. Einsatz. Ja, war ein bisschen lang, aber Einsatz. 20 Minuten lang. Gut, das wir kommen Buch schon geschafft. Zum nächsten Buch. Genau, das nächste Buch ist Reale Utopien. Wege aus dem Kapitalismus 2017 beim Campus Verlag, ach Quatsch, beim Sokamp Verlag erschienen. Wer ist Eric Olin Wright? Das ist ein amerikanischer Soziologe, der eine hoch angesehene Professur an dem hoch angesehenen Soziologie-Department in Madison, Wisconsin hat und der zu den 68ern, ja, zu den jungen 68ern kann man sagen, aus der amerikanischen Sozialwissenschaft gehört. Er, bevor er mit diesem Buch und mit diesem Ansatz bekannt wurde, gehörte Eric Owen Wright einer irgendwie auch ein bisschen esoterischen marxistischen Theoriegruppe an. Das war eine Theoriegruppe, die für sich selber so bezeichnete als analytischen Marxismus. Ja? Das heißt, die wollten den Marxismus von den ganzen geschichtsphilosophischen Versprechungen, Idealen befreien und aus ihm eine analytische Theorie machen, mit der man möglicherweise sogar quantitativ berechnen kann. Ja? Also wie sich die gesellschaftliche Entwicklung weiter fortsetzen wird. Also daher kommt er, und das war eine ganz in Amerika, in der amerikanischen intellektuellen Linken, in der soziologischen Linken, eine Zeit lang sehr bekannte Strömung. Dann allerdings geschah etwas, worauf er völlig anders reagiert hat, als man nämlich vermuten konnte. Dann brach die Sowjetunion zusammen, 1989, 1990, der Sozialismus weltweit brach zusammen und ein Buch wurde gelesen, weltweit und weltweit diskutiert. Das schien damals das Buch der Stunde zu sein, nämlich von Francis Fukuyama, das Ende der Geschichte, ja, es schien so zu sein, als ob jetzt alle historischen Alternativen eigentlich erledigt seien. Der Kommunismus ist untergegangen, der Kapitalismus hat gesiegt, die parlamentarische Demokratie hat sich als die überlegene politische Form erwiesen. Und das waren dann so die behäbigen 90er Jahre, auf die Eric Owen Wright aber anders reagiert hat. Nämlich just in diesem Moment, in dem die Intellektuellen das Ende der Geschichte diskutiert haben, begann er mit einem Forschungsprojekt, was er das Real Utopia Projekt genannt hat. Das heißt, 1989, 1990 startete er damit in einer Art von Forschung, die man so in der Sozialwissenschaft Aktionsforschung nennen würde und ging also zu Projekten hin, die versuchten, ein anderes Leben zu führen, ohne Ausbeutung, ohne Wettbewerbsdruck, ohne Gewinnorientierung, kooperativ und so weiter und so fort und studierte eben diese gesellschaftlichen Projekte. Er ging von
folgender Frage aus. Ihn interessierte an diesen Projekten folgende Frage, nämlich wie überhaupt noch gesellschaftliche Veränderung möglich sein kann, angesichts von zwei Varianten der Veränderung, die sich historisch erledigt haben. Die eine Variante ist die Revolution, da sagt er, niemand will eine Revolution, ja, alle Erfahrungen mit Revolution sind negativ, ja, es fließt Blut ohne Ende und es führt in eine totalitäre Diktatur. Niemand will eine Gesellschaftsveränderung durch Revolution. Das ist nicht wünschenswert. Aber die Alternative war immer die Reform. Man kann den Kapitalismus auch reformieren. Die sozialdemokratische Variante. Und da kommt er zu dem Ergebnis und sagt, die hat nichts anderes erbracht als eine Erneuerung, eine Anpassung des Kapitalismus, aber nicht dazu geführt, dass sich die Grundlagen des Kapitalismus tatsächlich verändert hätten. Wenn es also nicht über Revolution geht, weil das niemand will und wollen kann, und wenn es nicht über Reform geht, weil Reformen nichts bringen, nichts wirklich etwas bringen, wie kann man dann Gesellschaft überhaupt noch verändern? Und die Antwort darauf schreibt er in diesem Buch. Die Antwort lautet, kurz gefasst, man muss den Kapitalismus von innen heraus überwinden. Und er schlägt zwei Strategien dafür vor. Das eine ist die sogenannte Freiraumstrategie. Das heißt, es muss uns darauf ankommen, innerhalb der modernen Gesellschaft, die vom Kapitalismus beherrscht wird, Freiräume zu finden, gewissermaßen Inseln der gesellschaftlichen Selbstorganisation in den Nischen, die der Kapitalismus immer lassen muss. Er geht auch davon aus, unsere Gesellschaft ist nicht, so wie sie existiert, ist nicht durch und durch kapitalistisch. Es gibt viele Institutionen, die sind nicht kapitalistisch organisiert. Öffentliche Institutionen, familiäre Institutionen, ja, die sind nicht kapitalistisch organisiert. Daran kann man anknüpfen und eine Praxis entwickeln, die sich unabhängig macht vom Markt, Wettbewerb, Konkurrenz und Gewinnstreben. Man kann auch Institutionen wie etwa Ämter, wie Verwaltungen, wie staatliche Institutionen eben dafür nutzbar machen. Das ist die zweite Strategie, das nennt er die symbiotische Strategie. Das heißt, er geht davon aus, der Kapitalismus, das wusste er auch schon als analytischer Marxist, der Kapitalismus ist eine Gesellschaft, die braucht permanente Innovation. Ja? Die muss permanent Innovation und Modernisierung erzeugen. Und er ist davon überzeugt, dass in diesen Sphären der Modernisierung, wo der Kapitalismus versucht, auf neue Probleme zu reagieren, immer wieder Möglichkeiten gibt, eine selbstbestimmte zivilgesellschaftliche Praxis und Organisation zu entwickeln. Und dafür hat er in diesem Buch dann viele Beispiele studiert. Die wichtigsten Beispiele für ihn sind das bedingungslose Grundeinkommen, Wikipedia, die berühmt gewordene Bürgerbeteiligung in der brasilianischen Stadt Porto Alegre, ein baskischer Kooperativenverband etc. Das sind für ihn praktische Beispiele gesellschaftlicher Selbstermächtigung, wo man sich durchaus eingebettet in die Institutionen, wie sie existieren, und auch mit Hilfe dieser Institutionen. Er ist kein Anarchist, er lehnt nicht den Staat ab, sondern er sagt, wir brauchen den Staat, damit wir bestimmte Ressourcen dafür bekommen können. An einem Beispiel kann man das vielleicht deutlich machen. Übrigens ein Beispiel, wo ich eine andere Einschätzung hätte. Er sagt, das bedingungslose Grundeinkommen wird über kurz oder lang wahrscheinlich kommen. Ja? Das sei eine der Arten und Weisen, mit der der Kapitalismus auf den Wandel der Arbeit reagiert. Ja? Und auf diese Art und Weise wird man die Verwerfungen einfrieden wollen über das bedingungslose Grundeinkommen. Er sagt dann ganz konkret, dieses bedingungslose Grundeinkommen, was eigentlich zur Pazifierung der Gesellschaft
eingeführt wird, bietet, wenn man es denn erhalten hat, aber vielfältige Möglichkeiten, eine Praxis, eine selbstbestimmte Praxis zu entwickeln. Kurz gefasst, letzter Satz, ich glaube, die Idee des Buches ist besser als das Buch selbst. Das Buch besteht aus drei Teilen. Der erste Teil ist eine Kapitalismuskritik, die nicht so richtig originell ist. Der zweite Teil ist ein Studium von Projekten, in denen man an realen, das heißt an realisierbaren Utopien arbeitet. Und das dritte ist eben die Entwicklung einer Transformationsstrategie. Wie kann es möglich sein, unsere Gesellschaften heute wirklich zu verändern? Das ist das Interessante. Gut. Wer will? Ich rein. Gerne. Ja? Ja. Also ich hab das Buch sehr, sehr gerne gelesen, bin trotzdem enttäuscht. Also, es ist wunderbar geschrieben, er liest sich wirklich so durch. Es gehörte nicht zu den Büchern, die ich zwischendurch weggelegt habe, außer die Zeit hat es nicht anders erlaubt. Aber, anders gesagt, was hier hinten drauf steht, ist das, was im Buch drin ist. Das ist vorzüglich, sowas muss man erstmal schaffen, in 8 Zeilen das zu schreiben, wofür jemand anders etwa 500 Seiten braucht. Also das meine ich jetzt wirklich als Lob für das, was hinten drauf steht. Und wenn einen das interessiert, dann fängt man an, dieses Buch gespannt und neugierig zu lesen. Und warum wird man dann enttäuscht? Weil man fängt an zu lesen und möchte eben was darüber erfahren, wo fangen denn jetzt diese emanzipatorischen Alternativen und wo gibt es denn jetzt diese Freiräume? Wo fangen die an? Und dann liest man immer weiter und man ist auf Seite 150 und auf Seite 200 und dann kommt hier ein Beispiel und da ein Beispiel. Und die sind für mich aber immer so Wohlfühlbeispiele. Weil bei denen funktioniert alles. Und bei Mondragon, das Beispiel, was er hat, da ist ja noch nicht mal aktualisiert, dass das eigentlich doch nicht mehr so gut gelaufen ist bei einer von dieser Genossenschaften. Also Wohlfühlbeispiele, die einen doch dann immer so noch, man denkt, na, das kann doch so einfach nicht sein. Und dann ist man hinten in dem Teil Transformation, nämlich Engagement, Transformation. Und spätestens da wird es meiner Meinung nach total flach. Und es liest sich halt so, als wäre es eigentlich ein Rezeptbuch für die Revolution. Und, oder für die Umsetzung der realen Utopien. Ja, für, wenn ich das lese und verstanden habe und dann übernehme, dann kann ich möglicherweise die Utopien, die in meinem Herzen eigentlich, auf die ich immer noch warte, ja umsetzen. Das kommt aber nicht. Natürlich weiß ich, dass das nicht kommen kann, ja, aber er weckt diese Hoffnung, dass es kommen könnte. Und die kommt dann nicht. Und stattdessen kommen solche Schaubilder. Ist auch eine wunderbare Form der didaktischen Reduktion, aber was soll mir das sagen, ja? Und von den Schaubildern gibt es etwa 20. Genau, da geht es bergab und dann gibt es noch welche, da geht es bergauf und dann gibt es welche, da ist es ein bisschen mal so, mal so. Also, ich nehme erstmal die Chance mal. Und der, also ich bin mit dir überhaupt nicht einer Meinung, das ist, kommt ja gar nicht so vor, aber ich hatte es genau umgekehrt. Zum Beispiel, gerade wegen dieser Schaubilder fand ich das Buch teilweise sehr schwer zu lesen. Muss ich ehrlich sagen, es ging mir ähnlich wie mit dem Marx, ja. Ich habe es lieber unter den Tisch gelegt. Also weil ich fand es super sympathisch, verstehen Sie, aber es war unheimlich so kleinfieselig und so und welche Formen von Marx es gibt und so, also ich fand es dann schon anstrengend. Aber, es stimmt schon, also ich weiß ja gar nicht, was hinten drauf steht, ne? Oder? Stimmt. Nee. Ja, ich muss jetzt schauen, dass Sie wissen, was Sie ja schon, aber anstatt den Kommunismus durch Reformen von oben zu zähmen oder zu zerschlagen, sollte er dadurch erodiert werden, dass in den Räumen und Rissen innerhalb kapitalistischer Wirtschaften emanzipatorische Alternativen aufgebaut werden und zugleich um die Verteidigung und Ausweitung dieser Räume gekämpft wird. Und eine These ist zum Beispiel auch, die einen ja auch beunruhigt, also auch wenn man auch über Reformen nachdenkt, sowas wie was die Bürgerrechtsbewegung erkämpft hat oder was die Frauenrechtsbewegung erkämpft hat, dass diese oder Sozialgesetzgebung, dass diese Ergebnisse ambivalent sind. Ne? Man kann sagen, sie stabilisieren das System, das ist ja so ein Standardeinwand, den man kennt, stabilisiert ja letztlich das System, aber andererseits bringen sie auch was, was sie nötig oder fällig. Ja? Und er sagt, das gehört eben dazu. Wir können das nicht genau berechnen, ob eine Maßnahme jetzt nur positiv ist oder nur negativ ist. Und ich finde das unglaublich erleichternd, dass er zu diesem Resümee kommt. Und dass er eben diese, das ist auch ein wahnsinniges Buch übrigens, 500 Seiten, ja, eng gedrucktes Sokamp-Wissenschaftsbuch, das durchklamüsert, um dann am Ende zu diesem Ergebnis zu kommen, beruhigt mich wahnsinnig. Weil ich finde, das deckt sich auch irgendwie mit Erfahrungen von politischen Aktivisten. Er sagt auch, es gibt nicht die eine
Theorie oder man kann nicht sagen, wie das Rezept wäre. Man kann nicht die Prognose stellen. Und das finde ich wahnsinnig beruhigend. Klar, man kann jetzt sagen, es läuft hinaus auf, wir müssen es eben probieren. Ja, aber er hat eben sozusagen auch bewiesen, ja, dass man es probieren muss. Aber er sagt, man muss sich aber auch mit den Problemen auseinandersetzen. Und das ist mein Problem an dem Buch, dass er das nicht macht. Ja, vielleicht liegt das in den Teilen, die ich da nicht so ganz verstanden habe, ja, bei den 20 Diagrammen, aber ich fand, diese Freiräume, die er schildert, die Beispiele, die sind in sich rund. Er sagt, es gibt so Brüche und wir müssen es versuchen und eben also Wikipedia und so. Also wie wenn man Erbsen, ich habe in der Schule so gelernt, es gibt Felsspalt, da tut man Erbsen rein und dann macht man Wasser rein, dann gefriert es und bricht der Fels, ja? Man weiß nicht, wann es funktioniert. Und so funktioniert doch auch politische Veränderung. Wir müssen es immer wieder probieren und irgendwann haben wir Glück und es bricht was auf, ja? Aber man kann nicht vorher ein Rezept angeben. Das hat nicht was gut. Im Prinzip würde ich dir in vielen zustimmen, aber einerseits würde ich sagen, ich habe ein merkwürdiges Urteil zu dem Buch. Einerseits glaube ich, es ist ein sehr, sehr sympathisches Buch. Weil, dazu muss man wissen, Herr Neckel hat dazu ja schon einiges gesagt, der Eric Olin Wright kommt aus dieser marxistischen Ecke, aus einer bestimmten marxistischen Ecke. Und wenn man sozusagen dieses Buch liest, hat man sofort irgendwie relativ viel Sympathie für ihn, weil er irgendwie weiß, von diesen ganzen marxistischen Theoremen muss ich eigentlich Abschied nehmen. Ich meine, er verabschiedet ja doch den Marxismus eigentlich in allem, was er noch hat. Ja, also da ist er sozusagen unheimlich ehrlich und man freut sich, dass da jemand mit sich ringt, dass er alte Positionen aufgibt und sagt, okay, gut, wir müssen jetzt irgendwie anders denken. Von daher ist das Buch erstmal sozusagen wahnsinnig sympathisch. Gleichzeitig finde ich aber das Buch auch wahnsinnig trostlos, weil diese ganzen Beispiele, die dann kommen, diese vier, denken sich, ja, das sind vier Beispiele, und für einen Aktivisten ist es, oder für eine Aktivistin ist es natürlich schon ganz wichtig zu wissen, dass es immer Projekte gibt, wo man irgendwie in die Zukunft blicken kann und Hoffnung haben kann. Aber man fragt sich natürlich dann schon, warum lese ich 500 Seiten, wenn eigentlich sozusagen der Theorieanspruch irre zurückgenommen ist. Also muss ich 500 Seiten lesen, um sozusagen diese Hoffnung am Leben zu erhalten? Und da fand ich, ist es irgendwie, da wäre ich dann bei mir gerührt, hätte irgendwie dieser eine Satz an der Stelle auch getan, wo ich gesagt hätte, echt super, man muss weitermachen, der Kapitalismus muss von innen aufgebrochen werden, aber da brauche ich ehrlich gesagt die 500 Seiten. Und das liegt vielleicht auch daran, dass dieses Buch, also wenn ich den falschen Verlag, das soll man so kann man sagen, aber vielleicht auch die falsche Reihe erfunden hat. Ne? Deshalb habe ich ja gesagt, also das ist ein Buch, es entsteht sozusagen aus einer soziologischen, intellektuellen, politischen Aktionsforschung. Ja? Der fährt durch die ganze Welt und schaut sich an, was die Leute machen, die irgendetwas anders machen wollen. Ja, auf welche Probleme sie stoßen, mit wem sie zusammenarbeiten, ob man das irgendwie so generalisieren kann und so weiter und so fort. Einen großen Theorieanspruch hat das Buch nicht in dem Sinne. Ja? Es kommt ein bisschen so daher, ja? Auch vielleicht, weil es eben gerade diese Reihe erschienen ist. Ja? Aber es hat einen interessanten, wie soll man sagen, einen interessanten strategischen Ansatz. Und was ich richtig finde und bemerkenswert finde, ist, er ist niemand, der sozusagen so ein Systemdenken hat. Das haben Marxisten immer gehabt. Wir müssen das ganze System ändern. Ja, wie? Ja, musst du dich erstmal als Einzelner ändern. Und dann kannst du das System, oder muss das System geändert werden, und dann der Einzelne, oder? Dieser ganze Quatsch, ja, davon ist er ganz weit entfernt. Und er ist aber auch niemand, der sagt, okay, das System können wir nicht ändern. Er würde sogar sagen, das System gibt es gar nicht, ja, also, sondern es gibt eine Wirklichkeit, die viele verschiedene Facetten hat, die auch eine Dominanz hat, ne, à la Weber, der Kapitalismus bestimmt unser Lebensschicksal, das ist schon so, ja, aber es ist nicht alles kapitalistisch. Und er ist aber auf der anderen Seite auch niemand, der sagt, also okay, jeder zieht sich jetzt sozusagen in seine kleine glückliche alternative Nische zurück, ja, und pflegt irgendwie, macht Urban Gardening und fühlt sich wohl dabei. Ja, sondern ihm geht es tatsächlich darum, wie man aus einer vielfach auch widersprüchlichen, nicht einheitlichen, nicht logischen, gesellschaftlichen Welt etwas entwickeln kann, was diese Welt verändert. Ja?
Und er ist sich des Vorteils zum Beispiel bewusst, den man hat, wenn man solche Veränderungen anbringt in demokratischen Gesellschaften, in denen man etwa nicht damit rechnen muss, dass man bei alternativen Versuchen es gleich mit der Repression zu tun hat. Ja? Und ich habe mich eigentlich danach gefragt, ja tatsächlich, also was würde man ihm denn eigentlich antworten wollen, wie denn eine grundsätzliche Veränderung unserer Gesellschaft denn ansonsten vonstatten gehen sollte? Wenn nicht sozusagen über den Versuch, ja, also in den Zonen, in denen unsere Selbstbestimmung größer ist, in den Zonen, die wir uns auch gewissermaßen erobert haben, ja, dort, wo wir eine verhältnismäßig eigene Praxis entwickeln, eine selbstbestimmte Praxis entwickeln, dort gewissermaßen Inseln zu schaffen, wo es nicht so ist, ja, wie in einem kapitalistischen Wettbewerbsbetrieb, und zu versuchen, diese Inseln auszubauen und zu vernetzen. Ja, um dann. Aber dafür müsste er das ja in einen breiteren Kontext einbinden, und das macht er nicht. Deswegen fand ich diese Beispiele, deswegen habe ich die Wohlfühlbeispiele genannt, weil wenn man sie in sich erzählt, also wenn man von Wikipedia berichtet und es mit der Encyclopaedia Britannica vergleicht und sagt, die Fehlerquote ist, 0,2% besser als bei der Encyclopaedia Britannica, dann ist das eine schöne Aussage, es ist ein gemeinschaftliches gestaltetes Projekt. Ja, das könnte man alles von der Selbstdarstellungsseite von Wikipedia nehmen. Aber er bezieht nicht mit ein, was es vielleicht für Kritik daran gibt, was die Schwierigkeiten daran sind. Oder warum, obwohl wir Wikipedia seit 15 Jahren haben, eigentlich Wissenschaft immer noch nicht für alle offen ist und warum wir immer noch Ungleichheit in Bildungszugängen und so weiter haben. Ja, also das müsste er ja dann eigentlich erklären, weil da die Realität widerspricht. Hilla, sag den letzten Satz. Nee, ich brauche jetzt ein bisschen länger, weil ich habe nämlich doch, also ich finde dieses Buch ganz, ganz toll, ehrlich. Und ich finde es, das fühle ich jetzt aber nicht aus wegen der Zeit, aber ich möchte trotzdem einen Einwand bringen. Also nämlich, wie gesagt, das Buch lebt davon zu sagen, der Kapitalismus ist nicht so homogen, wie man so tut. Ne? So, und dann gibt es diese eine Stelle, wo er sagt, ja, man ist im Versuch, den Kapitalismus alles anzulasten, Rassismus, Sexismus, dies und das und dies und das, also was darf man nicht machen. Es gibt eben unterschiedliche Unterdrückungsmechanismen. Und an der Stelle fand ich es wirklich schwierig. Es stimmt natürlich, dass der Kapitalismus nicht an dem allen schuld ist. Es gab vorher schon Rassismus und Sexismus und Tiere wurden vorher schon geschlachtet und eingesperrt. Aber im Kapitalismus nimmt natürlich alles eine kapitalistische Form an. Ja? Also Sexualität ist zu einer Ware geworden auf eine bestimmte Weise. Tiere werden zu Produktionseinheiten deklassiert oder als Produkte verkauft und so weiter. Also diese Form von Unterdrückung haben schon eine bestimmte kapitalistische Form. Und das lässt mich jetzt wieder zweifeln an seiner Grundthese. Gibt es wirklich Nischen? Die Familie, ja, also für Illus würde es vermutlich anders sein. Gibt es wirklich irgendwo Ökonomien oder Strukturen oder Institutionen, die Kapitalismus frei sind, was er ja suggeriert? Und ich glaube, dann stimmt das gar nicht, was er sagt. Na gut, aber dann hättest du die Kapitalitätsunterstellung, dass der das richtige Ding beim Falschen. Dann hättest du diese Kapitalitätsunterstellung, dass der Kapitalismus sozusagen alles platt walft und dann natürlich auch seine Hoffnung. Aber ja, gut, also ganz trennen kann man es doch auch nicht. Man kann sagen, ja, da haben wir dann Familie, haben wir ein Amt und so. Das kannst du, also in Frankfurt ist der Eric Owen Wright nicht so gut geritten. Ne? Ich komme ja aus Frankfurt. Ja, das sage ich. Ach so. Na klar, also das ist nicht die Grundthese meinetwegen so der kritischen Theorie. Ne? Die kritische Theorie, die dann sagt, der Kapitalismus durchdringt letztendlich alles. Ja? Alles gesellschaftliche, unser Naturverhältnis. Unsere ja, so klingt es auch wieder blöd, aber jetzt fällt das dazwischen. Und er ist mir an manchen Stellen dazu. Aber wir müssen jetzt, ich habe jetzt das Buch aufgestellt, was darauf hindeutet, wir sind schon über der Zeit. So, jetzt liegt es an mir, dieses Buch vorzustellen. Ich bin jetzt gespannt auf die Diskussion, weil wir saßen vorher schon beim Essen und da kamen schon einige merkwürdige Seitenbemerkungen. Von daher bin ich gespannt, wie dieses Buch eingeschätzt wird. Ich sage doch den ersten Satz vor von dem Buch. Ja, das darfst du ja dann machen, genau. Also der Autor ist Gunnar Hindricks, ein Philosoph in Basel, mittleren Alters würde ich sagen, der bekannt geworden ist durch verschiedene Schriften, Bücher zu Kant und zur Metaphysik, hat in seinem vorletzten Buch eine musikphilosophische Studie vorgelegt und jetzt will er eben, das ist das Buch,
eine Philosophie der Revolution schreiben. Ja, auf etwa 350, knapp 400 Seiten. Und er macht dies, indem er im Prinzip sich vier Themen herausgreift, die eigentlich, wenn man über eine Philosophie der Revolution nachdenkt, irgendwie sozusagen einem auch immer sofort in den Kopf kommen. Er redet über das Recht der Revolution, das ist das erste Kapitel, die Macht der Revolution, die Schönheit der Revolution und den Gott der Revolution. Das sind die vier großen Kapitel, mit denen er das Ganze abhandelt. Ich muss vielleicht vorwegnehmen, das wird wahrscheinlich auch aufgespießt werden sofort. Man hat schon den Eindruck, dass der Autor sehr akademisch an die Sache herangeht. Also da ist wenig, würde ich behaupten, Herzblut. Also wenn man sich mit Revolution beschäftigt, muss man, finde ich, ja immer irgendwie so das Gefühl haben, entweder ich liebe die Revolution oder ich hasse sie. Aber so irgendwie so sehr sachlich, das macht er. Und an das muss man sich irgendwie gewöhnen, weil ansonsten sozusagen wird man relativ stark irritiert sein. Was heißt das eigentlich, das Recht der Revolution? Ich gehe jetzt in diese vier Bereiche ganz schnell durch. Eine seiner Thesen wird sein, revolutionäres Handeln ist ein Handeln, das Regeln bricht und gleichzeitig neue Regeln setzt. Also revolutionäres Handeln ist im Prinzip eines sozusagen, das die Gesellschaft auf völlig neue Gleise stellt und insofern natürlich auch Diskontinuität im Bruch mit der Vergangenheit denkt. Das ist sozusagen die erste sehr philosophische Beschreibung dessen, was das Recht der Revolution eigentlich ist. Ich komme schon zum zweiten Kapitel, Macht der Revolution. Da sagt er, und das ist glaube ich auch für uns heutzutage relativ gut nachvollziehbar, in der Revolution geht es nicht darum sozusagen, dass Gewalt zunächst einmal eingehegt wird, logischerweise, sondern Revolutionen, weil sie sozusagen das Neue wollen, sind im Prinzip unkontrolliert. Und deswegen sozusagen können Revolutionen immer auch ausarten, können auch immer gewalttätig, maßlos gewalttätig werden. Macht und Gewalt ist sozusagen ein massiver Bestandteil von Revolutionen und dieses überschüssige Potenzial von Gewalt schlummert immer im Hintergrund und dem muss man sich bewusst sein, wenn man sich auf ein revolutionäres Abenteuer quasi einlässt. Eigentlich das interessanteste Kapitel, aber ich sage dann selber noch, was mein Urteil ist, finde ich, ist dieses Kapitel zur Schönheit der Revolution. Da geht es natürlich um die Schönheit des Schreckens, denken Sie sozusagen an Robespierre. Da geht es aber natürlich auch um revolutionäre Stimmungen, die in Liedern, die in Romanen beschrieben werden. Was ist es denn eigentlich, was die Revolution so attraktiv, so schön macht? Ja, dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses Sprengen von Ketten, das Übersteigen von bekannten Grenzen, das glaube ich sozusagen kommt ganz gut raus, auch wenn er das wiederum mit sehr stark philosophischen Texten macht. Und das letzte Kapitel, würde ich sagen, ist eigentlich im Kern, heißt der Gott der Revolution, eine Auseinandersetzung mit einem berühmten kleinen Büchlein von Michael Walzer, Exodus und Revolution, wo er quasi nochmal sagt, was das jüdische Volk in der Bibel quasi machte, war nicht quasi die Revolution zu proben im Sinne eines politischen Messianismus, sondern es ging um Exodus. Es ging um die Flucht aus Ägypten, um quasi dort die eigene Freiheit zu finden und in einem stetigen Prozess der Verbesserung sozusagen neue Dinge zu finden. Da kritisiert er einerseits, Walzer ist gleichzeitig mit ihm. Ich habe an dieser Stelle ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, was das noch mit Revolution zu tun hat. Aber damit will ich es im Prinzip auch belassen, mit einer Ausnahme zum Nachwort will ich noch etwas sagen. Das Nachwort finde ich, und da kommen jetzt schon meine leichten Aversionen vielleicht schon raus, ich soll das ja also wertneutral besprechen, das Nachwort ist, finde ich, relativ hilflos, weil er einerseits sagt, naja gut, die Gegenwart, da ist es ja mit der Revolution immer so, also wir denken zwar möglicherweise über Verwerfungen in Deutschland nach, aber über Revolution denkt man ja nicht so ganz ernsthaft nach, oder die wenigsten würde ich sagen. Und das sagt er auch, und dann kommen dann immer noch so Sätze, naja, aber ganz sollte man die Revolutionshoffnungen auch nicht aufgeben, würde man sagen, ist irgendwie geschenkt, habe ich mir auch schon gedacht. Also von daher endet das Buch so ein bisschen enttäuschend. Ich versuchte es relativ wertneutral darzustellen, ich hoffe, es ist mir einigermaßen gelungen, ich habe meine Zweifel, bin aber sicher, dass Hillel, die schon quasi kaum mehr an sich halten kann, entscheidendes dazu sagen wird. Du wolltest mit dem Anfang beginnen und gerade am Ende beenden.
Ja, ich lese sehr gerne den ersten Satz, weil ich das schon so gut. Also, die Revolution markiert den Unterschied zwischen Natur und Handeln. Das ist so ein ganz gewichtiger Satz. Ne? Der verspricht ganz große Philosophie. Und das Problem mit diesem Buch ist nicht, dass es philosophisch ist, sondern dass es diese hochtrabende, suggestive, ich schmeiß mal wichtige Wörter in den Raum Philosophie betreibt, die, Entschuldigung, aber die keinen Mehrwert haben. Ja? Zum Beispiel, also übrigens auch, wenn man in die Bibel mal reingeschaut hat, das Kapitel heißt ja nicht Revolution, es heißt ja Exodus. Und seine These ist, es geht um Exodus. Richtig, es geht nicht um Revolution. Genauso ist es ganz oft. Er spricht von Sachen, die während der Revolution, da würden andere Leute sagen, Variation, Verweigerung, Widerstand, Ironie, Spiel, alles Mögliche. Und er nennt es Revolution. Es stimmt aber überhaupt nicht. Also er hat überhaupt keinen. Also es ist sehr suggestiv und aus den Suggestionen leitet er allerlei Fehlschlüsse ab. Also ich finde wirklich, das Problem des Buches ist nicht, dass es philosophisch ist, sondern dass es sehr schlecht philosophiert. Zum Beispiel sagt er, wir brauchen einen extra Begriff der Revolution, um den Einrichtungscharakter der Regeln zu markieren, also dass Regeln nicht der Tour gemacht sind. Jetzt Überraschung, genau das benennt das Wort Regeln. Das unterscheidet Regeln von Naturgesetzen. Regeln sind gemacht, Konventionen, sie wurden entworfen, festgelegt. Und so geht das die ganze Zeit. Und ich meine, du hast ja freundlicherweise gesagt, dass das Buch sortiert ist nach den vier Themen, die einem sofort in den Kopf kommen, wenn man, also ich habe ehrlich gesagt bei Revolution noch nie an Gott gedacht. Ich bin wirklich der einzige gläubige Mensch auf dem Weg, ich denke schon häufiger über Gott nach, aber nicht, wenn ich an Revolution denke. Ich sehe da ganz kurz ein Zitat zu dem Gott bringen. Und ja, gerne. Das habe ich mir hier markiert als eine der Stilblüten. Also ich glaube, Lektoren oder Lektorinnen hätten ihre wahre Freude oder würden graue Haare kriegen. Eins von beiden. Also, es folgte den Regeln, also das Handeln, folgte den Regeln, die der Bundesgott auf die Herzen der Handelnden geschrieben hat. Im Blick auf den Bundesgott, an dem die hegemonialen Regeln hängen, ja, hängen, lassen sich diese demnach umdeuten als Anläufe zu einem Bund, der sie als hegemoniale Regeln aufhebt. Wer diesen Anlauf nimmt, tritt aus der hegemonialen Praxis heraus. Und so geht es auf 390 Seiten. Darf ich? Es gibt einen, willst du was dazu sagen? Es gibt einen schönen Satz in diesem Buch, den würde ich wirklich schön. Der ist zwar von Enslin, und ich will jetzt auch keine Apologie geben, aber es gibt einen sehr schönen Satz, der interpretiert mich völlig falsch. Ich will ihn aber trotzdem mal vorlesen. Der Widerspruch zwischen leben wollen und nicht leben können ist exklusiv. Und das finde ich interessant, weil ich finde, das ist wieder dieser Satz, der sich durch all diese Bücher zieht. Diesen gewissen Verzweifeln an der Gesellschaft, das individuelle Leben. Kannst du den Satz machen? Kurz, habe ich den so schnell. Der Widerspruch zwischen leben wollen und nicht leben können ist exklusiv. Er schafft es auch, diesen Satz falsch zu lesen und zu interpretieren. Er interpretiert das, es geht nämlich nachher um Kriminelle, Wahnsinnige und Selbstmörder. Und das besetzt ja alles mit revolutionär. Das ist völliger Schwachsinn, aber der Satz bleibt schön, denke ich. Und das ist ein Thema, ja, was vielleicht auch Revolutionen erklärt. Anders als die anderen Sätze des Buches. Aber das ist auch nicht einfach ein Buch, fand ich. Also, das Buch ist voller falscher Sätze. Ja. Gleich gerade am Anfang sind lauter Kategorien. Das ist ein Scherz, das Ganze. Es sind lauter Kategorienfehler da. Es sind Widersprüche da. Also, nochmal auf diesen schönen Satz, den du schon vorgelesen hast. Also, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die Revolution markiert den Unterschied zwischen Natur und Handeln. Das heißt, also, sofern wir nicht revolutionär sind, ja, sind wir auf der Seite der Natur, haben wir sozusagen befreit. Das ist idiotisch, weil das ist ein Begriff des Handelns schon drin, ja, das ist nicht erklärt. Ja, das ist natürlich völliger Unfug, ja, als wäre sozusagen jedes Handeln, das nicht revolutionär wäre, das ist das allermeiste Handeln der allermeisten Menschen in der allermeisten Zeit der Erdgeschichte, ja, als wäre das sozusagen dadurch sozusagen Natur verhaftet. Ja, also das ist eine blödsinnige Unterscheidung, die noch blödsinniger dadurch wird, dass es dann die nächsten Absatz heißt, ja, Handeln sei Regelfolgen. Und da würde man sagen, ja, irgendwas ist da schon. Oder auch nicht. Es ist natürlich Bullshit, würde man sagen. Ja. Und vor allen Dingen dann, also wenn das Handeln ja per se revolutionär sein soll, ja, wie kann es dann gleichzeitig sozusagen also regelfolgend sein? Handeln, dass Handeln regelfolgend ist, das ist eine sehr altbackene soziologische Auffassung, die heute von niemandem mehr vertreten wird. Da reduziert man das Handeln, was man auf der einen Seite ja, als per se revolutionär von der Natur abgrenzen möchte, reduziert man auf der anderen Seite als das, was man so in den 50er Jahren in der Soziologie
Rollenhandeln genannt haben, ja? Regelhandeln. Ne? Und tut dann so, als ob jedes Handeln mit einer Regel beginnen würde. Das ist aber völliger Unfug. Jedes Handeln beginnt erstmal mit einem Problem. Ja? Und aus der Bewältigung dieser Probleme entstehen dann vielleicht sozusagen Regeln. Also er weiß nicht, wovon er redet. Ja? Er setzt Regeln dem Handeln voraus und spricht dem Handeln gleichzeitig sozusagen eine revolutionäre Eigenschaft per se zu. Das passt alles überhaupt gar nicht. Kollegin, du willst auch noch was sagen. Ach so. Ja. Ich darf tatsächlich. Ich dachte, ja. Die Uhr sagt einfach, wir müssen aufhören. Nee, ich wollte jetzt, also es macht übrigens große Freude, vielleicht sollten wir doch immer nur Bücher raussuchen, die wir nicht so toll finden. Dann kann man leider nichts kaufen. Der Buchladen Osterstraße, der heute den Büchertisch macht, wäre sehr enttäuscht. Aber es macht großen Spaß mit euch über Bücher, die schwierig waren zu sprechen. Aber ich möchte noch was Inhaltliches. Also wenn man ihm jetzt in allem folgen würde, gibt es auch noch ein Argument, was mich inhaltlich wirklich geärgert hat, weil es überheblich und eurozentrisch ist. Das kommt an ganz vielen Stellen. Sklavenaufstand? Genau. Unmöglich! Also er sagt, seine Definition von Revolution ist, die möchte das System umstürzen. Okay, können wir mitgehen, ne? Also die Regelnbrecher. Sklavenaufstände sind deswegen keine Revolution. Weil die wollen ja nur, die rebellieren quasi, nur ein Aufstand. Also, finde ich lustig, dass genau auf den 300 Seiten hier auch genau darüber darstellen kann, dass man denkt, Haiti, das war eine Revolution. Und natürlich kann man den Begriff der Revolution erst haben, wenn man das bürgerliche Recht bedeckt, bla bla bla. Das heißt aber doch nicht, dass die anderen Leute keine Revolution ansetzen können. Also er hat ganz häufig das so... Das ist ganz schlimm. Er spricht auch von Kadern und den Menschen. Also man merkt so ab und an, rutscht ihm da was raus, was, wenn er vielleicht noch mal drüber nachgedacht hätte, nicht rausgerutscht wäre. Aber wahrscheinlich war es schnell runtergeschrieben. Also ich fand insgesamt, ich habe das ja auch schon erwähnt, echt irritiert, dass wenn man den Titel hat Philosophie der Revolution, dann würde man einen Autor erwarten, der tief in die existenziellen Probleme von Revolutionären irgendwie eingetaucht ist, der sozusagen einfach überlegt, welche Probleme haben die, welche Folgen müssen die bedenken und was heißt eigentlich Gewalt anzuwenden, also all die Dinge, die man sozusagen vielleicht aus der Geschichte auch erfahren könnte. Und man hat irgendwie das Gefühl, da nimmt sich jemand ein Thema vor, weil er Weil es dieses Jahr passt. Und irgendwie könnte man auch mal über Revolution schreiben. Und so blutleer ist dieses ganze Buch auch. Und deswegen, glaube ich, kommen auch diese Stilblüten, wo man sich denkt, meint er das eigentlich? Oder sozusagen, wie sind das nur so rausgerutscht, weil er jetzt diesen Aspekt auch noch abhandeln musste. Also man hat ein nettes Gefühl, der schreibt aus einer wirklichen existenziellen Betroffenheit. Und sind ja Philosophen nicht immer existenziell betroffen, das weiß ich schon. Aber man sollte ja schon irgendwie denken, dass man sich in irgendeiner Weise ja doch mit der Thematik so weit identifiziert, dass man sagt, also ich kapiere ungefähr, welche existenziellen Herausforderungen sind und darauf will ich eine philosophische Antwort geben. Das hatte man eigentlich überhaupt nicht das Gefühl. Und ich finde, man merkt, er hat auch überhaupt nichts, das Schicksal, was du gesagt hast, er hat auch gar nicht mal so gelesen, was andere Leute sich zu der Sache überlegen. Also ich erwarte jetzt nicht bei jedem Buch irgendwie eine 15-seitige Literaturliste, ne? Aber zum Beispiel, er beschreibt ganz mühsam Sachen, für die gibt es schon ein Wort, nämlich staatliches Gewaltmonopol zum Beispiel. Er findet ein Neues, ja? Beschreibt er so ganz langsam. Oder ein ziviler Ungehorsam, das Wort kennt er nicht, muss er was anderes dafür erfinden. Und dann habe ich immer gedacht, das ist das Rad neuer Ton. Dann habe ich überlegt, was für ein Rad ist das jetzt? Ich glaube, das ist nicht so, als mit dem man Pyramiden bauen kann oder so. Was für ein Jeep, das ist so dieses ganz kleine, quietschende Rad von so einem Holzdreirad. Also ich empfehle mir erstens insgesamt, wir kommen damit jetzt zum nächsten. Ja, aber rote Letter. Ja, genau. Rote Letter auf seinem Umschlag. So. Ja, ich darf jetzt noch die letzten drei. Etwas runterdimmen und zum nächsten Buch. Das wollten wir in den Roman nehmen, ne? Also die gute Nachricht an Sie ist, es ist ein wundervolles Buch. Ehrlich. Also nee, jetzt im Ernst. Also ganz, es ist ein ganz tolles Buch. Der Autor, Alberto, Alberto Barreiro Tisca, Jahrgang 1960, venezolanischer Schriftsteller und Professor für Literatur. Er veröffentlicht Lyrik, Kurzgeschichten, Romane, schreibt Drehbücher und Autorist für Zeitungen. Es ist wenig übersetzt, ich konnte eigentlich nichts von ihm lesen, außer diesem Buch, muss ich ehrlich zugeben. 2005 hat er mit einer Kollegin zusammen eine Biografie des Hugo Chavez veröffentlicht, der eben auch die Hauptfigur in diesem Roman ist. Auch nicht übersetzt, ich kann da jetzt keine Parallelen irgendwie sehen, aber es ist interessant, dass er sich schon mal auch biografisch als Sachbuch damit befasst hat.
jetzt, klar sind wir alle wahnsinnig gebildet und wissen all, wer die Figuren sind. Aber falls jetzt irgendwer jetzt sagt, wer ist jetzt nochmal dieser Schauwitz, sage ich es von 1999 bis zu seinem Tod 2013, der Staatspräsident von Venezuela, hat irgendeine sozialistische, marxistische Ideen versucht irgendwie zu modernisieren, aufzunehmen. Verstaatlichung war ein wichtiges Konzept. Er hat von einer bolivarischen Revolution gesprochen, die er umgesetzt habe. Und während die einen als linken Erneuerer feierten, haben eben die anderen als Autokraten und Diktator gesehen. So, das ist jetzt alles echt, was ich jetzt erzähle. Also Ende Juni 2011 erklärte Chavez von Kuba aus, er habe Krebs und habe sich deshalb einer Operation unterzogen. Vor seiner Wiederwahl, also er wurde glaube ich drei oder viermal wiedergewählt, 2012 hat er dann erklärt, er sei frei von Krebs. Und später hat er dann bekannt gegeben, dass er doch wieder Krebs erkrankt sei und sich nochmals in Kuba operieren lassen müsse. Dann gab es Lungenentzündung, es kam zum Tod und so weiter. Und die Geschichte ist deswegen so wichtig, weil für diesen Roman, weil diese letzten Monate vor seinem Tod, das Verschweigen, die Gerüchte und der Versuch, Stärke zu zeigen und das erneute Verschweigen der Krankheit und eben das nach Kuba gehen, die bilden den Hintergrund für diesen Roman. Und im Mittelpunkt des Romans steht zunächst der emeritierte Professor für Psychoonkologie Miguel Sanabria. Seit seiner Pensionierung leidet er zunehmend unter Ängsten und depressiven Verstimmungen. Das ist ganz schön beschrieben, also er hat eigentlich versucht, während seiner beruflichen Laufbahn auch da sozusagen einfach zu leben, oder hier heißt es, das, was er sich vom Leib gehalten hat, holt ihn nun ein, dieses Land. Die Politik hatte sie alle vergiftet, alle waren sie irgendwie verseucht, dazu verdammt, Partei zu ergreifen, unter dem Druck zu leben, für oder gegen die Regierung sein zu müssen. Seine Frau ist gegen den Staatspräsidenten, sein Bruder findet ihn klasse und der arme Sanabria ist ja irgendwo dazwischen und würde am liebsten einfach davon unbehelligt sein, und das geht aber nicht. So, das ganze Land rätselt nun also, ob der Präsident gesund ist oder krank oder vielleicht sogar schon tot. Und da kommt der Neffe von Sanabria und übergibt ihm ein Kästchen, in dem ganz wichtige Hinweise sind auf den Verbleib und die Befindlichkeiten des Präsidenten. So, wie ist das jetzt? Der Sanabria, also Sie müssen sich vorstellen, da tauchen jetzt mehrere Figuren auf, die sind ganz kunstvoll so zusammengeplottet. Also es ist auch so ein bisschen Krimi-ähnlich, es ist irgendwie spannend. Es sind aber auch sehr freundliche kleine Geschichten. Also es ist irgendwie nicht nur eine politische Geschichte, sondern es sind auch ganz viele kleine, zarte Geschichten. Also unglaublich zauberhaft. Zum Beispiel so ein Mädchen, dessen Mutter, also Angst spielt eine ganz große Rolle in dem Roman, die Angst zu verstoßen gegen Regeln oder auch Gewaltopfer zu werden. Die Mutter möchte am liebsten gar nicht mehr vor die Tür. Das Mädchen ist, glaube ich, 9 oder 10. Und einmal müssen sie vor die Tür gehen wegen Zahnarztbesuch. Die Mutter wird erschossen. Und von da versucht das Mädchen dann alleine das Leben der Mutter so ein bisschen fortzuführen und lebt da alleine in der Wohnung so versteckt. Das ist unglaublich zauberhaft beschrieben, finde ich. So, und das wird jetzt alles so verknüpft. Dieses Mädchen befreundet sich mit einem Jungen, der wiederum... Nicht zu viel erzählen. Achso, Entschuldigung. Jetzt, ihr sollt es ja selber lesen. Nein, also jedenfalls. Diese ganzen Figuren werden zusammen verknüpft. Und ich wollte aber auch gar nicht erzählen, was in dem Kästchen drin ist. Dann will ich hier einfach auf. Ich hätte Ihnen jetzt gerne noch was erzählt. Also, ich hätte Ihnen gerne, darf ich noch was vorlesen? Und zwei Sätze, so was ja, ganz. Ja. Er hat eben auch diese, wie gesagt, ganz politischer Roman und eben so ein verschachtelt, geplotteter, persönlicher Roman. Vergessen Sie nicht, die Hauptfigur ist depressiv. Und da kommt es manchmal zu so Szenen und ich finde, das ist sehr schön beschrieben. Nämlich, ab und zu muss er morgens nach Albträumen aufstehen und dann schält er sich eine Mandarine, um auch was sinnlich zu erleben. Ne? Und das ist so, dann lauschte er den Autos, die in der Ferne vorbeifuhren, in der Autobahn. Er saß da, schälte die Frucht und starrte ins Dunkel. Er spürte, wie der intensive Zitrusduft allmählich den Geruch der Nacht vertrieb, den Geruch der Laken, den Geruch des Traums, dem er gerade entflohen war. Und das weiche Fruchtfleisch zu beißen entspannte ihn. Den Saft auf seine Zunge spritzen zu fühlen, beruhigte ihn. Und für solche Szenen ist eben auch Platz im Roman und ich finde das ganz toll. Ich durfte ja nicht erzählen, das mit dem Mädchen und dem Mann gegangen ist. Nein, genau. Ist alles gut. Ah, habe ich das mit der Mandarine gesagt? Ja. Nee, das war super. Nein, also ich glaube, der Roman, mein Urteil ist ähnlich. Ich finde es auch ein ganz toller Roman. Der ist natürlich irgendwie so auch in der Tradition südamerikanischer Diktatoren-Romane an einem bestimmten Punkt, weil der sterbende Chavez anwesend und abwesend gleichzeitig ist. Man weiß nie, ist er schon tot? Es gibt tausende von Gerüchten.
Gerüchten, alles spekulieren über seinen Gesundheitszustand. Und man merkt quasi, also das wird, glaube ich, von dem Autor Tyzka relativ gut beschrieben oder sehr gut beschrieben. Man merkt, es ist eine ungeheure Unsicherheit da, eine ungeheure Angst, hast du ja auch erwähnt. Die Gewalt ist endemisch, also das ist tatsächlich so in Venezuela, also die Straßenmorde sind ganz klar. Und es gibt eine Bevölkerung, die unglaublich gespalten ist. Also die Familie, die beschrieben wird, die Zentralfamilie ist in sich gespalten. Ein Brüderpaar, die sozusagen Anhänger von Chavez sind und dann doch auch Gegner. Die Ehefrau des Onkologen, des 70-Jährigen, ist eine scharfe Gegnerin. Der Sanabrio ist eher sozusagen politikfern, obwohl er dann doch sozusagen eher kritisch ist. Und ich glaube, die Stimmung wird sehr, sehr gut beschrieben, wie ambivalent eigentlich die Lage ist in einem Land, wo sich ein Herrscher irgendwie zu einem Diktator aufschwingt. Und es gibt in dem Buch, und das will jetzt, wenn du über Mandarinen redest, darf ich über Wohnungen reden, es gibt quasi eine fantastische Szene, wo es um eine Vermieterin geht, die nach Miami, glaube ich, ausgewandert ist in den USA gescheitert ist und dann zurückkommt und feststellt, dass in ihrer Wohnung die Mieter nach wie vor drinnen sind, was auch völlig okay ist, aber sie will in ihre Wohnung zurück. Und diese Mieter gehen nicht raus. Und dann passiert irgendwie was Paradoxes und das zeigt, glaube ich, diesen ganzen Wahnsinn auch einer völlig irren Bürokratie. Die Vermieterin, also eigentlich Kapitalistin, würde man möglicherweise sagen, engagiert auf Rat hin von der Bürokratie, der venezianischen Bürokratie, drei Frauen aus einem Armutsviertel, die quasi in diese Wohnung reingehen und diese Wohnung systematisch ruinieren und gleichzeitig die Mieter dort raus ekeln sollen. Und das ist mit einem derartigen sardonischen Gefühl auch beschrieben, dass das irgendwie wahnsinnig toll ist. Ein Satz vielleicht, und der mir ganz wichtig ist, der Tyzka, den ich einschätzen würde als durchaus Kritiker der chavischen Politik, nimmt sich aber immer wieder zurück in seiner Erzählung und macht auch deutlich, wie sehr das Chavez und diese Art von Linkspopulismus gleichzeitig bestimmten Schichten aus den Elendsvierteln auch Anerkennung gegeben hat. Jetzt sind wir zum ersten Mal eine Bevölkerungsgruppe, die politisch zumindest anerkannt ist. Vorher haben uns die reichen Weißen, also die weiße Oberschicht sozusagen, immer wieder letzte Dreck behandelt. Wir wissen natürlich, dass alles nicht wirklich wahnsinnig gut ist unter Chavez, aber was wir wissen, ist gleichzeitig auch, zumindest werden wir als gleichwertig anerkannt. Und deswegen kann ich, glaube ich, ganz gut beschreiben, warum eigentlich die endemische Gewalt, die endemische Korruption und so weiter gleichzeitig auch immer noch Anhänger von Chavez produziert und warum es sozusagen diese Ambivalenzen in einer entstehenden Diktatur gibt. Ein großartiger Roman. Wirklich war ein großartiger Gesellschaftsroman. Ich finde, man kann förmlich riechen, ja? Also wie es in Venezuela sozusagen auf den Straßen sein muss. Es vermittelt eine Unzahl widersprüchlicher Gefühle und verdichtet sozusagen eine ganze gesellschaftliche Epoche, in der sie sich gerade befinden, auf eine sehr geschickte Art und Weise, nämlich alles im Grunde genommen in einem Mietshaus. Ja? In einem Mietshaus, in dem eben der Onkologe wohnt, zu dem dann immer sein Bruder, der Anhänger von Chavez ist, auch zu Besuch kommt, wo die Nachbarn dann von der Besitzerin herausterrorisiert werden mit Hilfe also der Armutsbevölkerung dort aus den Favelas, wo der Mann, der in dieser... wo der Mann, der zu der Frau gehört, die in dieser Wohnung wohnt, den Auftrag kriegt, einen Enthüllungsroman gewissermaßen zu schreiben, wie es denn um Chavez wirklich alles stehen würde. Ja. Und das ist auf eine sehr kunstvolle Art und Weise verwoben und bringt nicht nur die verschiedenen Segmente der venezolanischen Gesellschaft irgendwie ins Spiel, sondern ich finde, hat eine unheimlich starke emotionale Kraft. Also
also ich, mir ist es so gegangen, also sozusagen so Momente von Traurigkeit, ja, Momente von Aussichtslosigkeit, aber auch so Momente von Wut, ja, die vermitteln sich mit einer sprachlichen Kraft, ohne dass der Autor also jetzt zu einer pathetischen Diktion irgendwie greifen könnte. Ja? Und er hat das Talent, eben auch so absurde Situationen im Grunde genommen zu schildern. Eine absurde Situation, also man kann sicherlich verraten, dass Chavez am Ende tot ist, ja, weil er ist ja gestorben. Ja. Man kann auch verraten, dass er also in der Hauptstadt dann eben mit einem großen, mit einer großen Prozession da zu Grabe getragen worden ist. Und diese große Prozession, die wird von dem Onkologen und der amerikanischen Journalistin, die auf der Suche nach dieser Zigarrenkiste war, nach der kubanischen Zigarrenkiste. Wo wichtige Dokumente waren. Diese Zigarrenkiste ist leer. Und, ich würde aber nicht alles glauben, was da ist. Es ist ja nicht verraten, was da eigentlich drin hätte sein sollen. Ja, genau. Aber das Bild, was er findet, dann gucken Sie auf diese Prozession und dann fällt dem Mediziner und Onkologen natürlich ein. Ja? Also dass bei 45 Grad im Schatten, ja, alles der Fall sein kann. Nur in diesem Grab, in diesem Sarg, wird garantiert niemand liegen. Ja? Das ist seine Vermutung. Also die Kiste ist leer. Ja? Das heißt, es findet ein Prozessionszug statt, der irgendwie ungeleitet, hin und her gehend, irregeleitet durch die Stadt zieht, um eine leere Kiste, um einen leeren Sarg herum. Ja? Das zeigt auch die ganze Verlorenheit, in der sich irgendwie diese Gesellschaft befindet. Und ich habe kürzlich irgendwie einen sehr gelobten deutschen Gegenrationalen gelesen, der auch nicht schlecht war. Ich verrate nicht jetzt von wem. Eben viele gelesen haben, unter Leuten von Juli C., ja, der auch nicht schlecht war. Ja, aber der sozusagen diese emotionale Verdichtung, dass man wirklich meint, irgendwie mit seinen Gefühlen daran teilhaben zu können, nicht erreicht. Das Schlusswort hat jetzt Mirja Brühlung. Ich habe eigentlich kaum was hinzuzufügen, auch wenn es mich jetzt so ein bisschen entwickelt, jetzt irgendwas Kritisches vielleicht doch noch zu sagen, um die Erwartungshaltung jetzt hier nicht so hoch werden zu lassen, und dann sind alle enttäuscht, wenn sie gleich das Buch mit nach Hause nehmen und anfangen zu lesen. Deswegen mache ich das, was ich als Lob sagen wollte, vielleicht als Kritikpunkt. Geht ja, man kann ja meistens als anders auch nochmal aufziehen. Nämlich, ist es nicht auch ein bisschen platt zu sagen, wir nehmen eine Familie und ein Mietshaus und das steht dann für die Gesellschaft nach der Revolution, metaphorisch, allegorisch, wie auch immer. Und dann auch noch, um es noch ein bisschen platter zu machen, das Kind oder die Kinder für die Zukunft, die ungewiss ist. Das könnte man ihm auch als ein bisschen schlichtes Muster vorwerfen, aber das wird wettgemacht, und das war ich nur mein Versuch, ein bisschen was Kritisches einzubringen. Eigentlich wird es wettgemacht auch durch eine, sollte man ja auch mal erwähnen, wirklich vorzügliche, ich kann kein Spanisch, deswegen muss ich es auch auf Deutsch lesen, aber ich hätte nicht gewusst, dass es übersetzt ist. Also es ist jetzt nicht, dass man der Sprache anmerkt, dass die eigentlich anders sein müsste. Matthias Strobel hat das ziemlich gut hingekriegt, würde ich mal schätzen. Aber ich will jetzt auch die Gelegenheit nutzen, weil es gibt in der Vorbereitung auf diesen Abend dachte ich die ganze Zeit, das ist so schrecklich. Wir haben 5 Bücher und mindestens 3 davon empfehlen wir Ihnen nicht. Das ist unfair. Sie kommen hier extra her. Also muss ich mir überlegen, ob es nicht noch auch Bücher gibt, die wir empfehlen können, außer diesem Roman. Und dann fiel mir so bei der Lektüre von Christina Morina ein, dass bei ihr ist es ja in gewisser Weise auch ein Wende-Sachbuch. Ja, sie hat ihre eigene Wendegeschichte und
die verarbeitet sie in einem Sachbuch. Es gibt ja aber auch viele Wenderomane, die auch manchmal, Juli C. hatten wir jetzt gerade keinen Wenderoman, aber deswegen sind hier auch heute Abend zwei, die ich durchaus sehr empfehlen könnte, weil Peter Richter, habe ich letztes Jahr gelesen, 89-90, das ist quasi die Idee, die Revolution ist vorbei und sie ist gescheitert, was machen wir jetzt und wie gestalten wir die Gesellschaft jetzt neu? Und er geht dann in diesem Roman damit um, wie die West- und die Ostdeutsche Linke aufeinandertreffen. Wir Westlinken extrem überheblich, man findet sich leider sehr unangenehm berührt an vielen Stellen wieder. Das wäre einer von den beiden Romanen, die ich unbedingt zum Lesen empfehlen würde, wenn man quasi nicht Morina oder nicht nach Venezuela gehen möchte für eine Romanlektüre und trotzdem sich mit der Frage von Revolution, Gesellschaftsveränderung und wie gehen wir damit um befassen möchte. Und das andere wäre Manja Preckels Schnapskirschen mit Hitler, irgendwie so, ich kriege den Titel gerade nicht genau hin, wo es um was eigentlich einen ähnlichen Mikrokosmos geht wie hier bei dem Chavez-Roman. Kleinstadt, die Wende kommt und plötzlich ist diese heile Welt zerbröselt und entwickelt sich in alle verschiedenen Richtungen. Gut, ein tolles Schlusswort. Damit kommen wir zu Barbara Sieg. Wir haben ja noch was. Ne? Wir haben noch einen langen Essay oder ein schmales Sachbuch von Barbara Sichtermann. Ich möchte gleich warnen, wir hatten alle Probleme zu lesen. Es ist so mini klein gesetzt. Also wir sind ja alle irgendwann fertig und dann ging das in der Druckversion gar nicht mehr. Wir haben uns dann das E-Book bestellt. Ne? Das hat mich wirklich überrascht. Aber gut, Sie müssen das vielleicht festhalten, aber ich übertreibe nicht. Es ist wirklich mini klein gedruckt. Ne? Mini. Aber das hieß auch sehr schön. Gut. Du hast dir das E-Book bestellt. Das sind Interna. Und er hat geschrieben, das haben wir alle auch schon gesehen. Also, das Buch heißt Viel zu langsam viel erreicht über den Prozess der Emanzipation, erschienen bei Zuklanken, an Lübeck und Springer, also deswegen Verlag. Barbara Sichtermann, Sie kennen sie vermutlich, also Jahrgang 1943, das wusste ich gar nicht, habe ich nachgeschaut, habe ursprünglich mal Schauspiel studiert und auch als Schauspielerin eine Zeit lang gearbeitet, später Sozialwissenschaften und Volkswirtschaft studiert. Dann kennt man sie aber eher als Essayistin, Feuilletonistin, Fernsehkritikerin, Buchkritikerin, Autorin von sehr, sehr vielen Sachbüchern, ungefähr 2-3 Dutzend und auch 2 Romane. Und sie hat natürlich als Intellektuelle sowohl die 68er-Bewegung im Allgemeinen als auch die Frauenbewegung im Speziellen ganz stark mitgeprägt in Deutschland. Und ich möchte zunächst etwas aus der Einleitung zitieren, was für mich, obwohl ich ihr Buch fast als vorletztes gelesen habe, aber trotzdem wieder, ich habe ja auch so Sätze hingewiesen, die für mich so ähnlich schienen eigentlich. Und bei ihr heißt es so, man möchte gern drauf losleben. Man möchte einen Lebensweg finden und einschlagen, ohne lange über die Bedingungen der eigenen Möglichkeiten nachzudenken. Das Nachdenken stört eine Spontanität, die mit der Vorstellung von Lebensfreude verbunden bleibt, auch wenn spontanes Handeln in Sackgassen und Kümmernisse führt. Aber dieses drauf losleben funktioniert eben nicht. Weil man immer wieder an Bedingungen stößt, an Hintergründe oder auch an Weisen, wie eine Gesellschaft geformt hat, über die man dann eben nachdenken muss. Und dieses Nachdenken müssen stört uns am einfach so Leben und wir müssen uns erstmal ein bisschen theoretisch überhaupt den Kopf zerbrechen. Ja. So, die alte Kardinalsfrage des Feminismus, ist das jetzt Natur oder Kultur, wie wir Frauen sind, wie wir geworden sind, das will sie jetzt wohl nicht entscheiden. Und sie meinte, dass viele junge Frauen heute meinen, sie seien nicht mehr benachteiligt und genau das sei eigentlich auch schon der Frauenbewegung zu verdanken. Also sie hat da manchmal so einen ganz netten, positiven Twist drin, finde ich. Trotzdem das Nachdenken, wie wir zu denen geworden sind, die wir sind und was uns hindert, bleibt eben trotzdem. Feminismus à la Butler und sowas lehnt sie ab. Transgender-Diskussionen zeugen ihrer Meinung nach von der Angst vor Differenz und überhaupt ist der Kern ihrer Hauptthese ist oder die Achse ihres Denkens ist, der Begriff der Gleichheit und der Differenz. Und zwar, sie geht davon aus, dass Männer und Frauen doch irgendwie existieren, jetzt mal so, als zwei Geschlechter und sowas, und dass es eine Differenz einfach da auch gibt. Und was bedeutet denn Differenz unter den Bedingungen der Gleichheit? Also nicht was nur, was bedeutet Gleichheit unter Bedingungen der Differenz, sondern auch umgekehrt eigentlich. Was entsteht, wenn man Differenz würdigen kann, aber wenn gleichzeitig Gleichheit, Gleichberechtigung wirklich voll herrschen würde? So, es ist ein bisschen schwierig, dass Buch insgesamt, also mir fällt es jedenfalls schwer, das wiederzugeben, weil das jetzt nicht wirklich so ein thesenhaft aufgebautes Buch ist. Das sortiert sich so in 10 Begriffe, ich nenne mal so ein paar. Räume, Gewalt, Macht, Liebe, Geist, Arbeit und Schönheit. Und dazu verfasst sie dann jeweils so ein Kapitel.
Das hat oft die Form von so historischen Rückblicken, die so ein bisschen, Entschuldigung, wir sollen das neutral sagen, aber ich weiß nicht, wie ich es neutral sagen soll, ein bisschen altbacken zu nacherzählen, was man eigentlich in anderen Sachen jetzt auch schon so gehört hat. Also, dass die Frauen früher keinen Raum hatten, dass sie kein Wissen erwerben durften, nicht an die Uni durften, das wissen wir ja irgendwie. Und dass sie auch Herrscherinnen nur so per Malheur wurden oder weil der Unglück halt gestorben war und so. Und dabei hat sie dann manchmal, manchmal finde ich eine bisschen platte Sprache sowas, also sie spricht von der Herrschaft der Männer über die Frauen, das Geld sollten vorwiegend Männer verdienen, die Frauen sollten das Leben nicht kennenlernen, also das ist so ein bisschen so, da gibt es so ein geheimes Subjekt der Geschichte, wo man nicht genau weiß, wer hat es jetzt eigentlich sich ausgedacht, weil sie an anderer Stelle schon auch davon schreibt, dass auch Männer zugerichtet werden durch das jetzige Geschlechterverhältnis und das darüber auch reflektiert werden muss. Aber es hat so ein bisschen so ein Patriarchatsbegriff, finde ich, der mich ein bisschen altmodisch manchmal, ja, darf ich das sagen? Gut. Am stärksten finde ich sie da, wo sie über die Liebe spricht. Ich weiß nicht, ob ich das, oder vielleicht sage ich das ein bisschen später. Zum Stil möchte ich noch sagen, dass es manchmal, da merkt man, wie sie als Essayistin einfach, wenn sie so im Fahrpunkt ist, schon ziemlich lustig, da darf ich immer drei Sachen vorlesen. Zum Beispiel die Frauen, sie betätigten sich während eines Machtwechsels im alten Rom nicht selbst als Auftragsmörderin, aber sie halfen dabei, die Leichen in Tiber zu werfen. Das finde ich schon eine ganz schöne Beobachtung. Oder Macht hat die große Schwester über den kleinen Bruder, wenn sie ihn im Klo einsperrte, um ihn dafür zu bestrafen, dass er sie verpetzt hat. Oder die Frauenbewegung gab den Männern ihre gesammelten Liebesgaben zurück. Das hieß, die Frauen wollen keine Schokolade, sie wollen einen Orgasmus. Wo man natürlich auch sagen kann, wieso nicht beides? Und die Hauptthese, um jetzt auf den Anfang zurückzukommen, man kann nicht einfach drauf loslegen, man muss nachdenken. Und am Ende zieht sie noch so ein kleines Resümee. Sagt sie, hat jetzt, das ist ja ein bisschen paradoxer Titel, viel zu langsam viel erreicht. Sie sagt, was denn nun? Sie steht dann zu beiden und sie sagt, es wurde sehr viel erreicht, aber es kann eben auch noch nicht alles umgesetzt werden. Und das fand ich wieder eine sehr realistische und ehrliche Art zu sagen, ja, manchmal ist man ja auch mit dem Kopf weiter, also man hat schon sehr vieles erkannt. Aber dadurch, dass wir ja in der Gesellschaft auch so aufgewachsen sind, können wir es zum Beispiel nicht umsetzen, so habe ich mir das jedenfalls übersetzt. Und es holpert manchmal in dem, was man schon erkannt hat, was man noch nicht ändern kann und sowas. Und deswegen sagt sie, es ist schon viel erreicht worden, es muss noch mehr erreicht werden. Auch das, was schon erkannt wurde, kann noch nicht vollständig umgesetzt werden. Das ist, glaube ich, so ihre Diagnose, wofür man so steht und dass er weitermachen muss. Wer will? Das ist lustig. Es gibt zwei Punkte, die du genannt hast, die du besonders gut fandst, wie ich. Also, ja, du bist heute die Sessi gegen den Strich gebürstet. Ja, das funktioniert natürlich. Oder funktioniert gerade gut, weiß ich ja auch nicht. Aber also dieses Lustige fand ich, habe mir immer hingeschrieben, bemüht lustig. Die Männer hatten also ihren Orgasmus und die Frauen zu wenig Verhütungswissen. Mit einem Wort, es sah nicht gut aus für das weibliche Geschlecht. Keine Lust, keine Freiheit, zu viele Blagen, zu viele Schranken. Die neue Frauenbewegung musste einfach kommen. Ja, meine Güte, also nee. Und ich fand das, also solche Sätze gab es häufiger, aber deswegen ist es irgendwie. Aber der hat quasi das gleiche notiert, der nur unterschiedlich. Ja, vielleicht. Wahrscheinlich war ich da schon so genervt. Und der andere Punkt ist, dass du sagst, das Kapitel mit der Liebe sei gerade gut. Mhm. Und gerade das fand ich, da kommt es richtig zum Tragen, dass sie ein komplett binäres Bild hat. Mhm. Und das passt natürlich zu 80er Jahre Feminismus. Entschuldigung, ich möchte niemanden beleidigen, aber. Das passt zu dieser Entwicklung von damals, aber wenn man seit 30 Jahren dabei ist und jetzt ein neues Buch vorlegt, sollte man schon ein bisschen die aktuellen Debatten mitbedenken und sich dann vielleicht auch nicht unbedingt davon verabschieden, aber zumindest ein bisschen ausführlicher damit beschäftigen, ob es so binär ist. Und in der Liebe sagt sie eben, die Liebe besteht in dem Bedürfnis des einen Geschlechts nach dem anderen. Ja, das ist jetzt, das haben wir doch echt hinter uns. Ich möchte mal die gute Passage vorlesen. Weil, ja, okay. Nee, das stimmt schon, das ist auch total doof. Aber also wirklich, das, wie sie Butler und alles abwascht, das ist schon ein bisschen auch transgender. Also es gibt einfach Menschen, die sind schon mal weder ein Mann noch Frau oder im anderen Körper geboren. Da kann man nicht einfach sagen, oh, ihr habt die Angst vor Differenz. Das ist ein bisschen komisch, ne? Aber man hört ja öfters, dass ja durch die Emanzipation der Frau sei sozusagen die Verbindlichkeit der Liebe und der Ehe gestört worden, alles bricht zusammen und so, ne? Also diese Diagnose, diese kulturpessimistischen Zug. Und da findet sie, finde ich, immer wieder eine Wendung, das anders zu sehen. Und sie sagt, das ist gar nicht schlimm, sondern das gehört dazu, weil Liebe, wenn man sich wirklich darauf einlässt, was sehr kompliziertes ist, und dann gibt es eben viele Sachen, an denen das scheitern kann. Und was sie sagt ist,
Die Menschen verstehen ein Zeichen der Gleichheit besser, was alles drinsteckt in einer Liebesbeziehung, was alles möglich wird. Wenn einer wirklich die Welt mit den Augen der anderen sieht oder einer das Leben durch die Berührung des anderen erspürt. Und so wachsen mit den erahnten Dimensionen auch die Ansprüche an die Liebe und mit den Ansprüchen die Zweifel und die Räume, die Mann und Frau sich für den Rückzug offen halten will. Diese Entwicklung ist nicht bedenklich, weil sie Instabilität ankündigt, sondern erfreulich, weil sie die Metaphysik der Liebe verstanden als Möglichkeitsraum ungeahnter, überraschender Erfahrungen ernst nimmt. Das finde ich schön, das finde ich klug und das kann man auch nicht binär denken. Ja, da hätte sie vielleicht einfach Mann und Frau rauslassen können. Ja, ich habe bei dem Zitat tatsächlich auch angefangen, es mir als positiv zu vermerken und dann kam plötzlich Mann und Frau und dann dachte ich, nein, jetzt ist es doch wieder so. Das also Sie merken schon, man kann dran diskutieren. Aber die Männer müssen ja. Aber ehrlich gesagt, musste ich, musste es 10-mal wecken. Achso, jetzt dürft ihr auch noch was sagen. Also, ich fand, ich habe das Buch mit viel Spaß gelesen. Also ich habe es gern gelesen. Und ich würde im Prinzip aber auch alles teilen. Ich würde auch sagen, das ist ein Feminismus der 80er Jahre. Aber ich glaube, was das Buch lesenswert macht, ist, und es ist ja ein Essay, dass es, wie du ja sagtest, aufgeteilt ist in diese thematischen Kapitel, die alle so irgendwie 10 bis 15 Seiten lang sind, also eben Räume, Kategorien, wie auch immer. Und man wird wahrscheinlich an jedem Kapitel irgendwas auszusetzen haben. Ja, also man wird da diese normativen Positionen nicht alle teilen, bei einigen wird man zustimmen. Aber ich fand es eigentlich sozusagen, wenn man einen Überblick haben will über bestimmte Debatten, wenn man sich abarbeiten will, eigentlich ein ganz nettes Buch, das man in 3 Stunden irgendwie lesen kann. Das ist ja praktisch das Böseste, was man über so ein Buch sagen kann. Nein, man liest es und denkt sich bei eigentlich jedem Kapitel, diese 10 bis 15 Seiten, da kann ich irgendwie drüber nachdenken und reflektieren. Ich sitze jetzt da nicht da, ich meine, es ist ein Essay und mache jetzt tausende von Fußnoten noch dazu. Also ich habe ja stundenlang da gesessen und mir versucht zu überlegen, warum diese 10 Kapitel und warum diese Überschriften. Und dann musste ich übrigens schmunzeln, wer hier, ich mache heute immer wieder den Werbeblock, nachher Bücher kauft, kriegt immer so ein schönes Lesezeichen mit. Ich hoffe, die sind dabei. Ich hatte tatsächlich zufällig das Lesezeichen drin, auf dem drauf stand, Aufgabe von Kunst heute ist es, Chaos in die Ordnung zu bringen. Und diese Inhaltsübersicht fand ich total chaotisch. Ja, aber weißt du was? Aber ich habe in der selben Zeit ein anderes Buch gelesen. Das ist nicht total. Jetzt reden doch schon eben das Recht der Revolution, die Macht der Revolution, die Schönheit der Revolution, der Gott der Revolution. Okay. Ich meine, nach der Vierteilung, verstehst du, habe ich gegen die Zehnteilung von Frau Sichtermann nichts mehr einzuwenden gehabt. Also ich finde, es gibt Dinge, die mir gut gefallen im Buch. Es gibt Dinge, oder es gibt etwas in dem Buch, wo ich glaube, dass das Buch auch seine Grenzen hat. Die Perspektive hat ihre Grenzen. Und es gibt aus meiner Sicht Themen und Perspektiven, die fehlen. Ja? Also ich fange mal an mit dem, was mir gut gefällt. Gut gefällt mir, also dass die auftretenden Personen, die Menschen, über die gesprochen wird, die Geschlechter, über die debattiert wird, das sind nicht nur Ensembles von Zeichen, sondern was hier vorgeführt wird, ist so eine Art, wie soll man sagen, eine Art materialistischer Feminismus. Das sind Menschen aus Fleisch und Blut. Die haben einen Körper. Dieser Körper ist Träger von Macht. Ja? Es ist, wir in der Soziologie etwa, in der ganzen Sozialforschung, kritisieren vielfach, dass immer über Leute gesprochen wird oder das Handeln von Menschen gesprochen wird, als ob das irgendwie körperlose Wesen seien. Ja? Die Wesen, die hier beschrieben werden, sind keine körperlosen Wesen. Ja? Das gefällt mir gut. Ja? Das führt auch dazu, ja, also das meine ich mit dem Materialistischen, ja, es ist körperlich. Ja, das führt dann eben auch dazu, dass sie diese Differenz aufmacht mit Gleichheit, also diese Debatte aufmacht mit Gleichheit und Verschiedenheit, weil sie von der Betrachtung der Körper her also dazu kommt, dass die Geschlechter sozusagen durch Verschiedenheit charakterisiert sind, was den Anspruch auf Gleichheit sozusagen nicht untergräbt, ja, sondern ganz im Gegenteil, könnte man sagen, sogar noch konstituiert. In einer gewissen Weise ist sie, wenn man so will, die jüngste Vertreterin einer wirklich sehr ehrwürdigen feministischen Tradition,
die beginnt mit Simone de Beauvoir, die geht weiter in Deutschland über Alice Schwarzer, na klar, und da ist sie auch Alice Schwarzer sozusagen, durchaus in vielen auch nah. Die wird heute in Frankreich repräsentiert und die wird auch zitiert von Elisabeth Bonnanteur, ja, wo sie viele ähnliche Positionen hat. Das hat mir gefallen. Ja. Die Grenze, wie, es gibt eine Grenze, die hängt aber auch sozusagen mit dieser Traditionslinie zusammen. Letztendlich ist das auch die Perspektive. Die Perspektive ist auch wieder so eine Generationsgeschichte. Ne? Also ich, Barbara Sichtermann, als ältere Feministin der ersten Stunde, ja, schaue jetzt mal sozusagen auf die mittlere und auch vor allen Dingen auf die jüngere Generation von Frauen zurück und vergleiche das. Ja. Das finde ich manchmal so ein bisschen bieder. Ja. Also weil das irgendwie auch schon irgendwie klar ist, wie dort die Rollen verteilt sind. Ne. Die Älteren mussten für etwas eintreten, was die Jungen heute einfach selbstverständlich für sich in Anspruch nehmen. Das ist irgendwie nicht wirklich informativ, wie ich finde. Was mir direkt fehlt, ist mir klar geworden, welche Texte von Feministinnen, nicht nur jüngeren Feministinnen, also ich jetzt aus einer gesellschaftlichen Perspektive, also in letzter Zeit interessant gefunden habe. Und das sind Texte etwa von Nancy Fraser, von Laurie Penny, von Angela McRobbie. Ja? Das sind Texte, die sich mit etwas beschäftigen, was komischerweise in dem Buch nicht so richtig vorkommt. Nämlich, dass wenn wir von Frauen reden, wenn von Frauen gesprochen wird, man nicht vergessen darf. Ja? Und gerade der britische Feminismus macht das klar, dass diese Frauen sozusagen sehr unterschieden sind in unterschiedliche gesellschaftliche Klassen, ja, die sich teilweise sozusagen auch als Frauen, also konträr und feindlich gegenüberstehen. Oder eben Nancy Fraser, die aufgespießt hat, wie der moderne, flexible, coole Kapitalismus der Gegenwart, ja, sozusagen den Karrierefeminismus in sich integriert hat unter der Losung von Diversity, ja, und damit sozusagen der gesellschaftsverändernden Spitze des Feminismus, auf die sich Barbara Sichtermann ja noch berufen würde, wenn sowas in dieser Spitze abgebrochen hat. Das kommt nicht vor. Ja. Das ist, glaube ich, aber für die Debatten, wie es da weitergeht, in der Befreiung von Frauen und Männern, nicht ganz unwichtig. Du meinst ja eine Parallele zu Right, das bedingungslose Grundeinkommen. Sie setzt sich damit auseinander mit der Herdprämie, ne? Die war doch immer mal wieder, dank der einen, der vielen in der Krise seiner Parteien derzeit Thema. Und dann sagt sie, die einzige Lösung, um aus dieser Sache rauszukommen, wäre eine neue Diskussion über das bedingungslose Grundeinkommen. Das wäre einer der Schritte, um tatsächlich auch bei Frauen endlich dafür zu sorgen, dass es keine Entscheidung mehr gibt zwischen Mutterschaft oder Arbeitswelt. Also da merkt man, das kommt aus den 80er-Jahre-Feminismus, aber es nimmt die aktuelle Debatte auf und auf eine ziemlich kluge Weise. Aber ich möchte noch was Unkluges zeigen, kurz. Ja. Weil es hat mich wirklich geärgert. Also es hat mich wirklich geärgert. Das ist nicht nur unklug, das fand ich gehässig. Sie schreibt über Iraner, über katholische Priester, glaube ich, und es gibt es noch ein drittes Mal, sehr abfällig. Gibt es bestimmt hier und da sachliche Gründe, aber sie beschreibt die dann als hässliche alte Männer. Also ist da plötzlich so eine Sprache, die einfach nicht sein muss. Und einmal gibt es sie brechen in einem, aber das Einschleppen der patriarchalen Gehorsamskulturen und so weiter, die avancierten westlichen Gesellschaften. Ich meine, sowas, es geht nicht. Ich war da ganz froh, weil ich kenne ihre Position zum Thema Islam und Einwanderung. Ich dachte, wie toll, das hat sie nur auf zwei Sätze gemacht. Also ich habe ja, okay, aber das ist ja, das macht es trotzdem nicht besser. Ja. Also das, da hat sie sich leider nicht fortbewegt. Also vorwärts bewegt, aus meiner Sicht. Sie meint einen anderen Vorwärtsbegriff.
Ja, also ich finde allein dieses sprachliche Einschleppen, ja, das kann diese alte, kranke Männer. Was wird kritisiert? Also, wird kritisiert, werden kritisiert die Worte, mit denen sie das ausgedrückt haben? Nein, was dahinter steht. Oder wird kritisiert, dass sie in einem bestimmten Vorgang, deren Zeuge wir alle sind, auch eine problematische Entwicklung also für den Feminismus sieht? Ich finde nicht, dass wir Zeuge einer Entwicklung sind, die von woanders Patriarchat eingeschleppt wird, avancierte Westen. Das gibt es hier auch genügend. Gesellschaften, wo es kein Patriarchat gibt, das sehe ich. Dessen Zeuge werde ich nicht. Okay, also einschleppen ist ein Virus, ne? Das ist was Biologisches. Ja, gut, das meine ich ja. Ja. Also wir können uns darüber streiten, ob dafür für die Benennung eines bestimmten Tatbestandes die richtigen Worte gefunden worden sind. Das ist aber ein anderer Streit als darüber, ob es solche Tatbestände gibt, die man vielleicht anders ausdrücken würde. Das wäre doch die Gelegenheit fürs Publikum. Oh nein, lieber nicht. Also bei sowas sollte man nicht. Nein, weil das ist ja sofort zerstritten. Das ist ja irgendwie. Ich würde sagen, wir buseln jetzt lieber drüber, diplomatisch. Cool, darf ich noch was Freundliches sagen? Also, genau. Ich habe die ganze Zeit versucht, das ja immer zu tun. Weiß gar nicht, ob du so rausgekommen bist. Aber ich finde, in all diesen Büchern war was drin, wo man gesehen hat, dieses ein gewisses Leiden an der Gesellschaft. Oder wir können doch nicht so leben, wie wir gerne würden. Und ich muss echt sagen, das hat mich insgesamt wirklich dann auch getröstet. Weil, ich meine, ehrlich, man will ja schon manchmal gar keine Nachrichten mehr schauen. Wenn man denkt, um Gottes Willen, wo geht die Welt hin? Dann denkst du auch, naja gut, die Welt hat sich immer und so. Und es ist ja nicht besonders leicht, ein politisch denkender Mensch zu sein. Es ist auch nicht so leicht, ein politisch aktiver Mensch zu sein. Ich meine, vielleicht ist es auch nicht leicht, ein anderer Mensch zu sein. Aber diese Mischung aus Ungeduld und eben nicht perfekten, auf nicht perfekte Art zu handeln zu müssen, ja, ich finde, das ist in all diesen 5 Büchern irgendwie rausgekommen. Und das hat mich irgendwie getröstet. Also dass auch dieses Vereinzelungsgefühl oder Einsamkeitsgefühl angesprochen war und dass man es eben nicht schafft, dass man Angst hat anzuecken und so. Das war überall drin und dachte ich, das ist irgendwie auch eine ehrliche Beschreibung von, wie es einem oft geht. Und das hat mir gut getan. Ich glaube übrigens, das war eines der Missverständnisse von Hinrichs, als er den Walzer da zitiert und den Exodus und so. Es gibt nämlich im Judentum den Begriff des Tikkun Olam, die Welt zu verbessern. Also es ist eine religiöse Pflicht jeden Tag, was also wie eine Pfadfindertat pro Tag, ja. Jeden Tag irgendwas daran zu tun, dass die Welt besser wird. Und ich glaube, das ist das, was in den Büchern alles drin, bei allen drin steckt. Ja. Irgendwie muss es besser werden können. Du hattest die Idee gehabt, Publikumsfragen. Nee, ich dachte, das ist ja ein Thema, auch wenn man jetzt nicht über die Bücher, also die Bücher nicht gelesen hat, will man ja natürlich was, gibt es ja eine Idee zum Thema, dass man was sagen muss, also was kann man erwarten an politischen Veränderungen, was traut man sich zu, was erhofft man, also Revolution nicht, so Reform nicht, was für Visionen hat man da? Und ich dachte, da gibt es vielleicht Leute im Publikum, die dazu sich gerne äußern würden. Oder vielleicht direkt zu den Büchern, die der eine oder die andere vielleicht auch schon kennt. Und eine völlig andere Meinung haben, wie wir hier oben. Oder weitere Nachfragen zu stellen. Oder Sie können Sigurd Necke widersprechen mit dem, was er gerade angedeutet hat. Jetzt also doch. Nee, das war jetzt nur Stopp. Oder wir trinken einfach nur Wein. Das scheint irgendwie als, sozusagen auf die größte Zustimmung zu stoßen. Bitte? Wir sehen Sie so gut wie nett. Also wenn, Sie müssen sich bemerkbar machen, weil die ist nett in der Welt. Ich sehe überhaupt nichts. Sprechen Sie einfach. Ich fand, wir werden merken, dieser Stand zu Reizsuchen, und zwar ist es eigentlich eine grundlegende Frage und die Schutz mal ein kapitalistisches System, wenn man innerhalb dessen versucht, aktivistisch oder auch durch so kleine Utopien dann Dinge zu verwirklichen, wie man sich in der Gesellschaft vorstellt. Und stabilisiert man dadurch die Angst an ein kapitalistisches System. Und jetzt, wenn man diese Frage sozusagen im Kopf verhält und die anderen Bücher und vielleicht auch das letzte so, was ja sozusagen die feministische Perspektive auf das Ganze auflöst, was wäre so eine potenzielle Antwort? Wie wir die Welt verbessern? Nee, auch mal gut. Also ich glaube, die Antwort von Wright wäre, und da stimme ich eben zu, man muss immer auf der Hut sein. Ja? Man kann ja einen Moment von Sperrigkeit reinbringen und wo was anderes wächst. Ja?
und wo eine neue Möglichkeit auftaucht und wo man ein bisschen befreit ist von dem Zwang von vorher. Man muss total auf der Hut sein, weil es kann gleich wieder eingeheimst werden oder umgebogen werden oder befriedet werden, also mit dem falschen Frieden und so. Deswegen muss man immer in Bewegung bleiben. So habe ich das bei ihm verstanden und das fände ich auch plausibel. Weißt du, also man hat da nicht die Insel gefunden, sondern man ist mal kurz auf die Insel gehopst und von der muss man auf die nächste und man muss halt immer. Ich finde, es würde auch den Erfahrungen entsprechen, dass es stabilisierend sein kann, aber es auch ein Widerstandsmoment hat. Man darf nie stehen bleiben. Ja. Also vielleicht kann man ja nochmal kontrastieren, das Morina-Buch, das historische Buch, zu den Marxisten und den anderen vier Büchern, die wir hatten. Also Sigurd Nächsel, glaube ich, hat es ja sehr gut ausgedrückt, dass ein Großteil dieser neuen Personen, die bei Morina also angesprochen wurden und deren Biografie erzählt wurde, tatsächlich dieser unbändige Glaube war, wir haben mit der Marx'schen Theorie tatsächlich einen Leitfaden, wie wir die Zukunft gestalten können. Ja? Und das Problem, das allerdings schon bei Leuten wie Bernstein und Struve auftauchte, auch, die waren dann schon ab einem bestimmten Zeitpunkt eher skeptisch und wanderten dann den Liberalismus oder die gemäßigte Sozialdemokratie ab. Die Bücher, die wir quasi zur Gegenwart, die restlichen vier quasi besprochen haben, da ist diese Gewissheit, glaube ich, weg. Also der Eric Olin Wright ist kein Marxist mehr, der sozusagen strikt an eine bestimmte Theorie noch glaubt. Barbara Sichtemann schreibt einen Essay und fragt, ja gut, wir haben jetzt einiges erreicht, vermutlich wird es weitergehen, aber sozusagen ich habe auch keinen Masterplan, das ist bei den anderen irgendwie auch da. Und ich glaube, momentan hat niemand ein wirklich schlüssiges oder stringentes theoretisches Rezept nach dem Motto, also wir gehen jetzt in eine bestimmte Richtung und so machen wir es und dann wird es auch besser, weil die Gefahren der Revolution sind sogar bei Hinrichs an einem bestimmten Punkt, man glaubt es oder auch nicht, ganz gut beschrieben worden, weil natürlich sozusagen diese revolutionäre Impuls unheimlich schnell in bestimmte Dinge umschlagen kann. Und man muss sich natürlich als Akteur, auch als Aktivist immer klar machen, was man tut. Die Nebenfolgen sind ganz selten tatsächlich wirklich vollends zu überblicken. Ich glaube, was man sagen kann, was die Perspektive von Barbara Sichtemann, die sicherlich für sich in Anspruch nehmen kann, dass sie etwas verändern möchte und auch etwas grundsätzlich verändern möchte, was das teilt, was ihre Perspektive teilt mit Eric Owen Wright, ist, es wird von der besseren Gesellschaft nicht unbedingt mehr im Sinne eines erreichten Zustandes, ja, eines endlich erreichten Zustandes, das ist dann das Ziel. Ja, und dann haben wir es erreicht und dann fühlen wir uns wohl. Ja. Sondern also das, was man, also Befreiung, das bessere Leben, ein würdiges Leben, was auch immer die Begriffe dafür sind, die ergeben sich nicht aus einem Zustand, der vielleicht sogar unerreichbar ist, sondern der ergibt sich aus einem bestimmten Prozess. Ein Prozess der Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse, da, wo man sie vorfindet und da, wo man Eingriffsmöglichkeiten hat. Und der geht einher mit einer Selbstveränderung und der Veränderung sozusagen der sozialen Bezüge, die man hat. Also es sind eher, jetzt ein bisschen abstrakt ausgedrückt, es sind eher Prozesskategorien, die da eine Rolle spielen. Ja? Und es ist eher ein Prozess, von dem also bessere Zustände erwartet werden, als dass man, wie die erste Generation der Marxisten davon überzeugt ist, dass man einen ganz bestimmten Zustand der Befreiung erreichen könne, wenn man nur bestimmte Schritte konsequent geht. Weitere Anmerkungen, Fragen? Sie müssen sich lautstark bemerkbar machen, weil ich zumindest sehe nichts. Also ich traue mich mal, obwohl mir das jetzt nicht so ganz leicht fällt. Ich hoffe, ich finde, kann mich klar ausdrücken. Also zum einen würde ich tatsächlich gerne die letzte Streitfrage zu Barbara Sichtemann kommentieren, weil ich kann, glaube ich, nicht akzeptieren, wenn es um ein, sagen wir mal, zumindest also quasi literarisches Genre geht, wie das Essay, dass eine Differenz gemacht wird zwischen der Sprache und den Sachverhalten, die da sprachlich gefasst werden. Also insofern würde ich mich Ihrer harschen Kritik an der Wortwahl über sozusagen, wie das Patriarchat von anderen Gesellschaften in Deutschland einwandert, nur also allzu nachdrücklich gerne anschließen, denn die Art und Weise, wie dieser Sachverhalt beschrieben wird, legt Parallelen nahe, die
also alles andere als akzeptabel sind. Und dann hätte ich eine Frage, also zu der Erfindung des Marxismus. Ich habe nicht ganz wirklich verstanden, warum von der Erfindung des Marxismus die Rede ist, weil alles, was gesagt wurde, lief für mich darauf hinaus, dass diese Person den Marxismus ja gefunden, also dass sie ihn sozusagen schon hatten, sie mussten ihn nicht erfinden. Und insbesondere, was Sie gesagt haben, auch die, vor dem, also sozusagen die Rezeption der marxistischen Theorien vor dem Hintergrund der darwinschen Theorien, erklärt meines Erachtens natürlich ein intellektuelles Umfeld, aber nicht, woraus sozusagen die Empörung, sich gegen Verhältnisse aufzunehmen, die ja alle diese Personen miteinander verbindet, also wo die eigentlich dann herkommt. Und ich glaube, die kann nicht aus der Darwin-Theorie kommen. Ich finde ja auch, dass die Empörung dieser Keime, dass das nicht erklärt wird, dieses Feuer. Woher haben die das? Habe ich nicht gefunden. Aber die Erfindung des Marxismus, das habe ich schon gefunden. Und ich, also ich fand es jedenfalls wirklich daran zu sagen, sie haben sich jeweils mit eigenen Fragestellungen, eigenen Interpretationen und eigenen intellektuellen Vorlieben was gebastelt. Es gab noch nicht den Kanon Marxismus sozusagen, sondern jeder hat sich da eben mühsam durchgebissen, mehrfach durch, was er eben da immer nur hatte an Schrift, das war durchaus unterschiedlich. Und zusammen haben sie dann erst einen Marxismus gebaut. Sie haben eigentlich gemeint, das, was sie theoretisiert haben, zum Beispiel im Kapital gefunden zu haben. Das ist ja eine typische Art, wie man dann sowas aufbaut. Aber so zusammenbildet, dann kann man sagen, das ist Marxismus. Aber das ist die zweite Generation und nicht Marx alleine. So habe ich es verstanden. Man kann vielleicht nochmal zu dieser etwas notdürftigen Unterscheidung zurückgehen, die am Ende von diesem Buch gemacht wurde. Da wurde ja zwischen Feldforschern, Bücherwürmern und Abenteurern unterschieden. Also die wenigsten von den 9 Personen, die dort geschildert worden sind, sind Empörungssozialisten. Das ist überhaupt nicht der Fall. Das ist vielleicht bei einigen, also der Viktor Adler, ja, der einem irgendwie so an das Herz wachsen kann, ja, der da als Armenarzt, ja, jenseits des Rings mitbekommt, was dort in den Haushalten geht, da kann das sein. Die anderen sind keine Empörungssozialisten, das sind sendungsbewusste, geltungsbewusste, ihrer Mission auch elitär bewusste Akteure, die mitunter sogar die Empörung als eine naive Emotion abgetan hätten, die den Sozialismus nicht weiterbringt. Die mitunter, das sind ja durchaus interessante Dokumente, die da beigebracht werden von Frau Morina, die mitunter mit einer Herzenskälte, ja, über ihre revolutionären Projekte reden. So ist dokumentiert, dass Rosa Luxemburg mit Karl Kautsky in Berlin mal eine Debatte hatte, wen man mutmaßlich in der Revolution oder nach der Revolution von den beiden umbringen müsste. Also wer von den beiden wen umbringen müsste. Ja? Wobei Rosa Luxemburg sagte, Karl, wahrscheinlich werde ich dich umbringen müssen. Und Karl Kautsky sagte, Rosa, ich glaube, das wird dir dann bei mir nicht anders gehen. Ja? Also das waren keine Empörungssozialisten, sondern da kam auch ganz, also ein starkes Sendungsbewusstsein, auch, wir würden heute sagen, ein starkes elitäres Bewusstsein auch. Ja? Das hängt natürlich auch damit zusammen, also dass es diese Bildungsenthusiasten gewesen sind, die ihren Zeitgenossen ja auch meilenweit überlegen waren. Eine letzte, vorletzte Frage. Also wenn man diese 9, die Sie da genannt haben, die waren ja zwischen 1840, 1860, die Theorie dazu, sag ich mal, die kam ja von Marx. Und ich habe den Eindruck, dass in dieser Zeit diese Menschen sozusagen den theoretischen Unterlauf und die Ungerechtigkeiten, die sie halt gesehen haben, SPD war ja lange verboten unter Bismarck, war alles sehr repressiv.
Bernstein hat ja versucht, dann hier über die Partei, also über das Parlament, etwas zu verändern, dass diese, sie haben alle einen unterschiedlichen Ansatzpunkt und auch natürlich eine andere Herkunft gehabt, aber sie sind, also das Ganze ist ins Rollen gebracht für sie. Und Engels hat ja immer erstmal übersetzt, den Leuten, dass sie überhaupt verstehen, was Marx wollte. Und so ist es ja in, ja, das Volk reingetragen irgendwo auch. Lassalle kam in der Zeit. Und ich glaube, bis 1890 darüber war ja die Partei ja wohl verboten, ganz und gar verboten. Und dann bestimmen die Leute ja auch mit sowas. Also in meinen Augen haben die eine ganz wichtige Position um die Zeit gehabt. Und zwar nicht diese abgehobenen Theoretiker, auch wenn sie das ja die Leute, also dieses Umstört schon bei unserem Wissenschaftler sicherlich so, aber ich weiß nicht, das bei den anderen so weit kennen. Nicht im Einzelnen, sondern so großzügig das Ganze. Also für mich war das eine ganz wichtige Epoche mit verschiedenen Ansätzen. Und wenn Viktor Frankl aus Wien seinen wo ich drauf aufbauen kann jetzt für mein Denken über das Ganze. Also, ich wollte eigentlich noch meine Metaebene betreten, weil als ich das letzte Mal nach Hause gegangen bin, habe ich Bücher mitgenommen, habe mir die gekauft und weiter verschenkt. Dieses Mal hatte ich das Gefühl, drei wurden mir auch nachvollziehbar nicht ans Herz gelegt. Liegt das vielleicht auch am Thema? Ich glaube, es war die Abschlussvorlesung von Manfred Frank in Genf, wo er sagt, es gibt zwei Auftritte der Philosophie, ein Hoffnungseröffnen, ein Resignation verwalten. Wenn wir jetzt das Thema Resignation verwalten als Haupttitel des Abends genommen hätten, hätten wir vielleicht Bücher präsentiert bekommen, die alle ganz spannend zu lesen gewesen wären. Sie haben ja mit Unterleuten so einen Anfang gemacht und theoretisch könnte dieses süd- oder mittelamerikanische Buch ja auch in diese Richtung einsortieren. Das würde heißen, unsere Hoffnungen lagen zu hoch und könnten quasi mal enttäuscht werden. Da könnte durchaus was dran sein. Beim letzten Mal hatten wir Thema, obwohl Quatsch werden, eigentlich auch ein optimistisch klingendes Thema. Die Bücher waren nur so, dass es um Oligarchen und ähnliches ging. Genau, und schon hatte man man hat nicht darauf gehofft, dass einem hier eine schöne Lösung präsentiert wird, sondern man hat genau das bekommen, was man erwartet hat. Und hier war es nicht unbedingt so. Vielleicht, ich wollte noch mal kurz was zu dieser Erfindung. Ich hatte natürlich auch wie immer über den Titel nachgedacht bei der Erfindung des Marxismus und würde auch sagen, eigentlich, worüber wir vorhin gesprochen haben, ist eher so die Lesarten, ja, oder wie übersetzen diese neuen Leute das, was sie darunter verstehen oder wie sie das lesen, in eine neue Theorie. Und dann ist der nächste Schritt die Praxis und wie wird das dann übersetzt in eine Handlungsanweisung. Und da gehen sie dann eben auseinander wieder. Und deswegen heißt es, glaube ich, Erfindung des Marxismus. Sonst müsste es an sich Lesarten heißen und nicht Erfindung. Aber da ist auch die Praxis angelegt. Ich nicht so nachdenken, weil das wird meistens von den Verlagen gemacht. Also ich werde auch ganz nicht bei sowas. Das glaube ich nicht. Sobald es übersetzt wird in so einen Publikumsverlag, wird es geändert. Und weil es nach Bild ist, ist es auch mehr. Also vielleicht sozusagen kann man aus dem Nähkästchen plaudern, wie wir diese Bücher mehr oder minder finden. Und die Findung ist natürlich eine relativ schwierige, weil wir müssen, also spätestens ein halbes Jahr, bevor dieses Ereignis immer stattfindet, müssen wir natürlich Verlagskataloge durchblättern, was wird denn sozusagen aktuell erscheinen. Und dann haben wir natürlich nicht mehr als Verlagsankündigungen meistens. Und dann wählen wir aus, was einigermaßen interessant klingt. Und dann geht schon weiter in die Details. Dann sind ja Soziologen hier, Historikerinnen, Philosophinnen. Also auch da wollen wir natürlich irgendwie einen Durchschnitt haben. Und was uns natürlich auch, glaube ich, das kann man auch offensiv vertreten, ganz stark am Herzen liegt, ist die Tatsache, es macht jetzt, finde ich, aus unserer Sicht nicht so wahnsinnig viel Sinn, also fünf Bücher von Suhrkamp irgendwie anzupreisen. Ja, also die ohnehin sozusagen die Feuilletons rauf und runter diskutiert und rezensiert werden, sondern wir haben schon immer auch den Anspruch zu sagen, selbst wenn wir der Meinung sind, naja gut, eigentlich
wären jetzt ziemlich viele gute Bücher bei Surkamp erschienen. Wir wollten schon ein bisschen auch aus dem herkömmlichen Programmmuster und aus dem herkömmlichen Feuilleton irgendwie ausbrechen. Diesmal ist uns das, glaube ich, gar nicht gelungen. Manchmal haben wir Pech, dass wir sozusagen Bücher wählen, die dann irgendwie dann auch die Feuilletons entdecken. Das passiert natürlich auch ab und zu. Aber wir versuchen schon eine gewisse Art von Diversität, wie es so neudeutsch heißt, zu machen. Auch für Lars. Und politisch. Ach, Bühnetisch. Aber ich wüsste schon. Gut, das war jetzt, glaube ich, von Miriam Rühmung das Zeichen, dass wir uns erstmal bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie uns so fleißig und so aufmerksam zugehört haben. Ganz kurz will ich natürlich noch, und aber deswegen umso eindrücklicher, auf den Büchertisch verweisen, wo Sie die von uns fantastisch alle besprochenen Bücher erwerben können. Alle sind gleich gut im Prinzip. Ja. Das ist besonders. Ja, du sagst es. Ansonsten hoffen wir, dass wir Sie im April wiedersehen. Irgendwie zweite Aprilhälfte ist so anvisiert. Und wenn Sie dabei sind, würde es uns freuen. Ansonsten gehen wir jetzt alle an die Bar, trinken rein. Und diejenigen, die jetzt gehen, von denen wollen wir uns verabschieden. Ansonsten können Sie sich noch ein Glas Wein und ein Glas Bier und Themenvorschläge auch mitbringen.